Also, um das Ganze jetzt hier mal anzustarten, ne? Ich habe ein bisschen dank Andy. Andy hat sehr dabei geholfen, by the way. Beziehungsweise es war überwiegend Andys Ding, der das gemacht hat. Und, ich kann das erklären, was gleich kommt. Ich kann das erklären. Passt auf. Oh, ich gebe euch erstmal was. Oh, ah ja, hi. Da war ja was. Well, kann ich gerne abnehmen, Kappa XD. Okay, es fühlen sich offenbar zwei dabei getriggert, der Elko und der Irpenspell. Beide mit derselben Idee. Fast richtig, Shadow. Jetzt kommt X-Gamer mit 105. Tja, jetzt wollt ihr euch doch gegenseitig verarschen. Keiner da, sagt er. Danke für die Bits, Leute. Vielen, vielen Dank. Also, ja. Ich habe, etwas getan, was uns hier das Ganze ein bisschen erträglicher machen sollte, weil wir haben mitbekommen, so... Nein. Nein! Wir haben mitbekommen, hier laufen Leute mit einem funktionierenden Lightsworn-Deck rum oder einem fucking X-Saber-Deck und hast du nicht gesehen. Und bislang gewinne ich eigentlich nur, weil ich Glück habe. Ergo, der gute Andy und ich, wir haben mal etwas aufgerüstet, was ihr gar nicht richtig sehen könnt. Sorry dafür. Hey, ho, let's go, BITKRIEG. Wow, das war mal ein richtig gutes Hey. So, Moment mal, irgendwas ist hier gerade. Ich muss hier mal kurz. Hier gewesen. Falsch. War das alt? Nein! Don't! Oh, das ist schon richtig, aber das eben gerade war scheiße. So. Wir haben mal dafür gesorgt, dass ich ein bisschen Geld habe. Wir sind zum Entschluss gekommen, wenn das Spiel dich in den Arsch ficken will, dann wirst du nicht zurückschrecken und nicht dasselbe tun. Also, basically, wir haben ein Fischrestaurant aufgemacht, namens Legendärer Fischer 4. Irpenspell, danke für die 20 Bits, mein Dude. Und Ragnar Zero, danke für die letzten 50, mein Dude. Letztes Mal. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass Infinite DP noch so die fairste Art und Weise ist, weil das Spiel wird immer unfairer, das darf ich euch jetzt schon mal sagen. Deswegen, yes. Ich habe null Skrupel. Ich habe absolut null Skrupel. Aber wisst ihr was, so die ersten werden wir mal ein bisschen skippen. Weil die ersten, da ist ja relativ langweiliges Zeug drin, ne? Oh, yes. Unnötig, aber super cool. Eine meiner Lieblingskarten, to be honest. Exodia-Bein, tauchender Vogel, ja, noch ein Ärmchen, Labyrinthmauer, Torwächter-Ding, magische Zylinderholz, Lieblingskarte. Mein Mann, wir hätten auch die Option gehabt, dass man mir schlicht und ergreifend instant alle Karten gibt, aber das haben wir dann als ein bisschen zu unfair empfunden und haben gesagt, komm, nö, wir machen das einfach so. Wir haben ein Fischrestaurant aufgemacht und da kriegst du nur den legendären Fischer immer vorgesetzt. So funktioniert das. Ich habe endlich mal eine Fusionskarte. Oh, wow. Danke, mein lieber Herr Gesangsverein. Den habe ich auch gebraucht. Ach, guck mal, ein Rotauge. Kann man auch gut gebrauchen. Drachenfluch. Ich liebe immer noch das Design. Und wir hatten in unserem Restaurant halt keine Kellner, sondern einfach nur Angler, die den Leuten den Fisch quasi an den Kopf geschmissen haben und dann gebrüllt haben. Oh! Und das war's, Ende der Story. Und ihr habt ein Spell, danke für die 20 Bits. Ach komm mal, aufgegeben. Oder Relinquish oder das Opfer. Oh cool, Jinzo. Und Ragnar Zero nochmal 2. Ich dachte, das waren deine letzten. Doch, aber man sieht so, die ersten Dings hier sind echt. Da sind ein paar gute dann bei, aber überwiegend ist es echt Schund.
Oh, wow, Gelehrter. Dunkler Gelehrter. Oh, yeah, Mann. Oh, passt bloß auf, Kinder. Der wird euch in eurem Schlaf klatschen, ich sag's euch. Ja, und guck mal, ich glaube, wir können denn auch... Können wir? Okay, wir könnten nochmal 50 davon kaufen, aber... Wir machen das jetzt einmal so. Wir machen jetzt einmal 50 each. So bei den ersten machen wir mal ein bisschen Turbo. Das ist ja noch relativ langweilig, aber bei den späteren gucken wir mal wieder genauer. Mod, danke dir. Moin, moin. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier so finden. Und da können wir uns doch bestimmt dann was draus bauen später. Da können wir uns doch um einiges mehr was draus bauen als aus dem Müll, ne? Sind mal viele DP, etwas kann das Papa sein? In das oh, Glas. Ja. Oh, und Elko, danke für die Bits. Ja, wie gesagt, wir haben ein Fischrestaurant aufgemacht und ne, das hat sich an einem Abend so ergeben und dann hat sich das so zusammengespart und... Na, ist da absolut nicht gescheitert. Dieser Sommer, das liegt im Auge des Betrachters, möchte ich anmerken. Random Guy Username, moin moin. By the way, Ryu Senshi, ich finde das Kartendesign super cool. Die Karte ist absolut unnötig und scheiße, aber ich liebe das Design. Doch, also man... Gott, kriegt man zu Anfang Müll. Ich meine mal eine Fusion, wo halbwegs nicht kacke ist. Oder ein aggressiver Pinguin können wir auch. Ein Kuribo, ja. Erschütterung der Natur. Ja klar, ich spiele Erschütterung der Natur. Geile Idee. Dunkle Todesfurcht ist super. Könnte man sich ein super Unterwäldler-Deck bauen. Wenn wir vernünftige Unterwäldler haben. Kappa. Oh, danke für die 245 Bits. Oh, yes, Pistolendrache. Das Ding hat zwar absolut nichts mit einer Pistole zu tun, also sieht mehr aus wie, ich weiß auch nicht, irgendwie eine Final Fantasy Schusswaffe. Ich sag, hä? Kann mir jemand das Bits-System erklären? Nee, mehr auf Twitch aktiv. Also, Bits ist quasi die Twitch-Version der Spenden. Basically, also das ist jetzt so Grundkerngedanke von Bits. Der will echt dabei sein, kann das? Was war dein Ding? Perfekt von normalen Files. Egal, nimm sie alle. Egal, nimm sie alle. Danke dir für die Bits, Ragnar Zero. Nun geht es aber los hier, XD. Ihr habt vorhin gesagt, das waren eure letzten. Ja, eben, das zensierte Ding von Pistolendraht, da kommt ja noch dazu. Yes! Ja, Muka Muka, Game is over. Wie viele Booster mussten wir jetzt ziehen, um einmal Muka Muka zu kriegen? Nur mal so nebenbei. Wir haben einmal Muka Muka bekommen. Unter all dem. Einen einzigen Muka Muka. Holy Rune, na Band. So, wir fahren weiter. Der Kartentrain hält nicht an heute. Muka Muka. Muka Muka. Lagen unterm Futon. Water Sky, danke für die Bits. Und Erbenspell, auch nochmal dir danke für die Bits natürlich. Oh, Wellenbewegungskanone ist fies, wenn wir ein Beatdown-Deck spielen würden. Oh, nice Brecher. Oh Gott, das sind hier so diese Unionsviecher. Schimmeldrache. Wie wir ihn in Spirit Caller ja so schön genannt hatten. Schimmeldrache. Der schimmelt so schön. Oh yes. Oh fuck yeah, Skill Drain. Oh fuck yeah. Davon noch ein paar Kopien mehr, bitte. Ich habe das Gefühl, ich kriege andauernd dieselben Karten. Ja, immerhin mal etwas. Ich könnte mir ein Maschinendeck aus hier, XYZ-Dingern machen zum Beispiel. Das wäre cool.
Sakuretsu-Rüstung kann man mittlerweile hier noch gut gebrauchen. So. Oh, guck mal. Aizu. Die Papierflieger-Schwachköpfe sind mittlerweile komplett. Boah, Schnitter auf Nachtmar. Das ist so kacke. Das ist einfach ein richtiges Downgrade zum Schnitter irgendwie. Ja. Ich hätte nur gern die komplette Version davon. Ich meine, XYZ-Deck wäre jetzt mittlerweile nicht, doch nicht mal so gut, wenn man mal so überlegt, der Support kam erst richtig spät. Gedanken, also wir sind eine Fabrik, die Karten zu arbeiten. Ja, das war der Grundgedanke, nur dass wir eine Fischfabrik waren. Ein zweites Mal Skill Drain, sehr nice, können wir sehr gut gebrauchen. Come on, gib mir doch mal, cool, ich krieg Sorg. Eine komplette Fusion, ich hab die komplette Fusion gezogen? Was? Hab ich? Muss ich leider nochmal zurück. Moment. Das ist nicht die komplette Fusion. Hab ich? Das ist sie auch nicht. Echt? Ihr lügt doch. Wo? Hab ich doch Hä? Das ist Klein Panzer. Für nur 5 Minuten will ich ein Siegesgefühl haben. Na komm, dann lass ihn das mal für 5 Minuten. Weil das ist XZ. Hey, Neo Shadow. Ich hab nicht den vollen. Selbst wenn. Der muss doch eine sehr rare sein. Alles andere wäre Blödsinn. Der Serker-Drache. Ist er auch nicht? Nö. Give me everything. Ich habe mir das verdient. Oh nein. Oh Gott. Ich sehe schon, wohin dieses Booster laufen wird. Fucking Ujamaa. Großer Koala. Oh scheiße, yes. Ich kann endlich meinen Traum verwirklichen und fucking Chumleys Deck nachbauen. Geistesfahrer. Oh, die Karte ist so wertlos. Du musst erst den ersten Sarkophag spielen. Die Karte musst du eine Runde auf dem Feld haben. Dann kannst du den zweiten beschwören. Die musst du auch nochmal eine Runde draußen haben. Und dann kannst du den dritten beschwören. Und dann kannst du diesen Dickhead beschwören. Und alles, was er tun kann, ist dir irgendwie eine Stufe 2 Zombie beschwören. Also Zeug, wo absolut wertlos ist. Hier, das ist zum Beispiel der zweite. Die Dinger an sich haben nichts. Null Protection, null gar nichts. Null nada, null niet. Machen wir mal zweiter Sonneneruptionsdrache. Sendbote der Macht. Die Karten habe ich nie wirklich verstanden. Ja, das Soßendeck. Oh, ich baue mir ein Soßendeck. Ein Säßdeck. Oh, wow. Endlich mal einen vernünftigen Monarchen. Took you long enough. Ich musste nur dazu verweilen zu cheaten, dass ich tatsächlich mal einen vernünftigen Monarchen kriege. Und wir haben Go-Giga-Gaga-Gigo. Die wohl mächtigste Karte in ganz Duel Monsters. Schwarzer Tyranno. Wäre nicht so absolut wertlos, wäre der richtig cool. Ich meine, der war einfach nur von Fallen, oder? Ne, warte mal. Ne, der hat einfach nur Piercing Damage. Ne, warte mal. Ach, der kann direkt dann angreifen. Ach so, he doesn't give a shit about Nahrungskette. So war das. Heimlicher Vogel? Oh, heimlicher Vogel ist auch nervig in Beatdown. Ich meine, ich könnte einfach nur ein absolutes nerviges Beatdown-Deck bauen. So richtig Leuten auf den Piss gehen. Oh, hör mir auf, ey. Ja, ich höre das auch die ganze Zeit.
Ach so. Komm, noch ein dritter geheimer Vogel. So ein ganz geheimer. Oh shit, boy. Oh shit. Captain Rules of Nature. Was besser, wenn man in Outlaws durch die Gegend hüpft? Outlaws? Das sagt mir was. Guck mal, hier habe ich sogar schon 77%. Let's top it off. Oh yes, endlich mal Horus Level 4. Das heißt, wir können uns tatsächlich mal ein Horus-Deck bauen. Haben wir nicht Geisterbarriere in dem anderen Booster schon gehabt? Wise Meister von Oz, ja, danke. Geh jetzt hier mal nur die Karten durch, die neu sind. Zweiter Horus, nice. Nochmal Level 4. Das ist eigentlich perfekt, so wie es jetzt ist. Ab nach Belgien. Ab nach Belgien. Taiho, schönen Abend. Und Hellrider, danke für die 100 Bits. Und Watersky, dir auch danke für die Bits. Also, wir könnten uns jetzt auf jeden Fall ein Horus-Deck. Ja, jetzt können wir uns auf jeden Fall ein Horus-Deck bauen. Und das wäre ich sogar unglaublich down für, dass wir uns ein Level-Deck bauen. Weil ich liebe das Level-Design. Also hier von wegen bewaffneter Drache, Horus. Big Fan. Aufsteigen haben wir jetzt auch schon mindestens dreimal. Das ist perfekt. Füge zwei Monster deinem Friedhof deren Karten Level werden. Möchte dein Deck anschließen. Wieso habe ich von dieser Karte nie gehört? Hey, safe. Gondual, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin ja der festen Meinung, wenn wir alle nichts gesehen haben und alle sagen, ich habe ein Fischrestaurant aufgemacht. Ich glaube, da sind wir ganz... Ist das euer fucking Ernst? Oh gut, immerhin haben wir mal den heiligen Phoenix. Der ist zwar nicht so doll, aber ich mochte schon immer die Karte als Design-Faktor. Level-Karten waren echt schön. Also ich werde mir da wahrscheinlich echt ein Deck draus bauen. Einfach. Wie oft soll ich diesen... Ich habe ihn in fast jedem Booster bislang gehabt. Was ist das? Ich wollte gerade sagen, jetzt bitte in die Nummer. Na, Gearfried. Da ist er schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon. Nochmal. Das ist doch beschiss. Ich wollte gerade sagen, das ist Ragnarok. Du bist auch nicht viel besser. Du bist nicht so schlimm wie der Ficker hier. Nochmal. Kann nicht wahr sein. Was ist das? Ragnarok ist genauso schlimm. Alter, Ragnarok verpiss dich. Schon wieder dieser dumme Fisch. Das kann nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Ragnarok wieder. Wieder der Fisch. Alter. Wow. Wow. Oh cool, hier haben wir 100%. Das heißt, hier müssen wir nochmal ein bisschen nachholen. Oh, jetzt wird's doch lang. Oh, jetzt wird's interessant. So, jetzt wird's doch interessant. So, hier machen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen. Ne? Oder? So, nun ist aber Schluss. Ja, danke trotzdem dir für die Bits. Urban Spell. Vielen, vielen Dank. So, hier machen wir dann doch nochmal schnell. Nice. Wolkenkratzer ist gut. Wir haben zwar noch keine wirklichen Elementarhelden außer Neo Bubble Man. Fusionsrückerstattung ist immer gut für sowas. Fucking Bubble Man.
Zoradak und... Der Fisch ist ein fantastisches Tier. Herr Ryder, vielen Dank für die Bits. Vielen, vielen Dank. Generell, ihr seid heute sehr, sehr spendabel. Da bin ich euch sehr dankbar für. Vielen, vielen Dank. Jackpot. Wir haben Bubble Man. Wir haben Deathmax, der 2017 jetzt hier, der dabei ist. Vielen Dank dir fürs Followen, mein Dude. Cyber-Enddrache, nice. Wir haben zwar noch nicht einen einzigen Cyberdrachen, aber der Cyber-Enddrache wird uns definitiv das Leben retten. Nochmal Bubble Man. Ich habe so langsam das Gefühl, es gibt hier nur Bubble Man und fucking Rottweiler. Fuck yeah. Das ist doch mal richtig schönes Elementarheldendeck. Ja, ich weiß, Elementarhelden können hier in der Zeit noch stark sein. Ich will Bubble Mischen. Plotkarten. Oh, lecker. Oh, wir müssen noch Plotkarten lieben. Ach, guck mal, ein Cyberdrache. Ein zweiter Cyber-Enddrache. Es ist die Frage, was kriegen wir eher? Dann dauert... Okay, jetzt steht 2-2. 2-2 für die Cyberdrachen-Dinger. Dummer Kämpfertyp, mega. Cyber-Zwillingsdrache, der kommt uns auch schon aus den Ohren. Wieso Bubble Mischen? Das ist so eine fucking Karte. Cyberdrache limitiert? Der war mal limitiert? Das doesn't make any sense. So, hier machen wir aber auch nochmal Turbo kommen. Raviel. Das ist nice. Langsam aber sicher kommen wir doch mal der Sache näher. Ich meine, ich habe so das Gefühl, ich habe nämlich noch keine wirkliche Elementarhelden-Fusion, sondern nur diese behinderten Plotkarten. Nochmal Raviel. Fucking Neo-Bubble-Man. Amon ist leichter zu beschwören. Yes. But have you ever heard of Riesenkeim? Das war damals sogar tatsächlich eine legit Strategie. Ich kann euch auf jeden Fall eins sagen. Ich werde kein antikes Antriebs-Golem-Deck bauen, weil ich mag die einfach nicht. Auch wenn mir das Spiel mich damit zuscheißt und auch auf jeden Fall kein Neos-Deck. Proto-Cyberdrache, nice. Nice, nice. Uria. Wenn es in diesem Spiel jetzt nur vernünftige, dauerhafte Feindkarten geben würde, die nicht absolut scheiße sind. Warum denn immer Bubble Man scheiße ist? So, drei Booster müssen wir nochmal durchgehen. Ups. Hamon, was ist deine Superkraft? Ich atme cool. Dogma. Okay, ich... Nur mal so, ich realisiere mal, das würde echt dauern, wenn wir das jetzt so machen. Deswegen, ich tue uns mal allen Gefallen, weil wir werden sowieso noch brauchen, bis wir hier ein Deck haben und tatsächlich was machen können heute. Aber wir könnten uns eventuell ein Schicksalshelden-Deck bauen, wo ich sogar sehr down für, weil mit dem Scheiß will ich nicht in Berührung kommen. Zukunftsfusion, nice, 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 nice. Bei Aliens, ich bin ganz ehrlich, ein Alien-Deck wäre ja richtig geil. Das Problem nur an einem Alien-Deck ist, die haben Support, aber dieser Support ist woanders. Okay, Schicksalshelden könnten wir auch gut machen. Haben ja ihren eigenen Blödsinn, die waren ziemlich gut sogar, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Oh, Fossilausgrabung, das ist richtig gut. Dark Neos, yay. Also ein Dino-Deck könnte man machen. Schicksalshelden-Deck. Cyberdrache halte ich auch noch für eine gute Idee. Ja, eben ein Edgelord-Deck. Da versteht mich wer. Dino-Deck jetzt mit dem zweiten Mal Fossilien-Ausgrabung wäre auch super. Oh yeah, ja, Neos. Oh yeah, ein Schlagbuch.
Ich meine, gut, für ihn hier musst du auch drei Viecher opfern, aber... Der ist ein Stumper für die Life Points seines Gegners, ja. Der Typ hier sagt sich einfach mal, Alter, du opferst drei Viecher für mich, aber dafür halbiere ich einfach mal den Gegner. Und ich halbiere ihn nicht nur, ich halbiere ihn. If you see what I mean. Oh shit, boy. Okay, ein Dino-Deck ist total legit jetzt mit Fossilausgrabung dreimal. Dem schwarzen Stego, dem Ei hier. Schicksalskette, das ist nice. Also das läuft jetzt langsam richtig zu meinen Gunsten. Super, nochmal Dinkelbrot, Neos. Guck mal, das war... Ah ja, Kornkreise. Warte mal, ich glaube, war das nicht die Karte? Lege eine beliebige Anzahl von Monstern deiner Spielseite auf den Friedhof, um diese Karte zu aktivieren. Wähle aus deinem Deck ein Monster, dessen Kartenname Außerirdische. Das ist eine Stufe gleich der Summe der Friedhof gelegen. Das Spezialbeschwörung. Falls du kein Monster findest, ist das Spezialbeschwörung. Heißt 2000 Punkte Schaden. Ich meine, die Karte hat irgendwie gar nicht richtig funktioniert. Ich meine mal, irgendwas richtig gehört zu haben, aber ne. Friedhof gelegt war so eine, das Kampfes zerstört wird. Und ihres Besitzes. Das Ding ist pointless. Geht noch ein Dogma. Blair Scarab, das einzige, was ich an Neospatians halbwegs akzeptiere. Dasher, sehr nice. Klon gedüngelt. Ich bräuchte diesen Edge Master oder wie der heißt. Müssen auch den Nachfolger zu ihm. Es gab noch einen Nachfolger? Oh shit, boy. Antike Regeln. Game is over. Antike Regeln ist so busted. Ein Elementar hält. Die Karte kenne ich nicht mal. Wir haben nicht mal richtig Elementar. Wir haben Neos. Uns kommt Neos aus dem Po, aber da hört es auch schon wieder auf. Und Neos kommt mir nicht ins Haus. Also von daher, da würde Vivi jetzt wieder durchdrehen, wenn sie das hier sieht. Sechs Samurai. War ich persönlich kein Riesenfan von. Ja, das... Ich will doch nur sowas wie Flammflügelmann oder sowas. Ist es denn so verwerflich? Dass ich sage, Neos, geh nach Hause, du alte Scheiße. Ich will hier keiner. Das ist alles... Ah, Geschäfte der finsteren Welt. Ja, es gibt nur noch keine richtigen guten Bossmonster für die finstere Welt. Das ist so... Das, Haben antike Regeln. Sehr nice. Okay, ich nehme alles zurück. Den Typen gibt's hier schon. Jesus. Ich nehme alles zurück. Fuck me sideways, why don't you? Hummingbird. Es gibt so viel Elementarhelden-Support hier, ne? Aber ich habe noch nicht mal eine Elementarhelden-Vision, habe ich das Gefühl. Ah, das ist alles. Aber ich habe da jetzt fast alles. Komm, und hier, ich sehe es ja, komm, hier sind jetzt die ganzen... Diese ganzen Blödsinn. Ja, ich hab Bubble Man. Bubble Man zählt nicht. Bubble Man ist tot. Was bist du denn? Egal. Schenkgutschein, oh ja. Eieieiei. Man kriegt aber auch zu dem Zeit. Jetzt krieg ich die Dinger hier sogar schon. Ne, hier gibt's Venom Monster. Ein Archetype, den ich mir wünschen würde, dass er mal ein bisschen mehr Liebe bekommt. Oh yeah, wow. Venom Monster sind an sich richtig cool. Das Problem ist, sie sind absolut worthless, weil sie so gut wie kaum Karten beinhalten. Ich kenne ja auch nicht. Oh ja, oh, okay, okay. Neos Support. Fucking Neos Support. Ich spiele kein Neos. Nein!
Braucht ihr mich gar nicht so anzugucken. Für kein Geld der Welt spiele ich ein Neos-Deck. Sind wir nicht nur absolut nicht Edgelord, die sind doch absolut scheiße. Wenn du Neos-Weltraum hier auf dem Feld hast, kannst du das Bossmonster in der Pfeife rauchen. Cyberfinsternis ein Double Summon? Okay. Ich würde mich eigentlich auf einen Spooky-Stream freuen. Gute Frage. Nächste Frage. Kunst des Beschwörers. Nice Sache. Ja. Wie gesagt, ich habe es nicht vergessen, aber ich werde es auf jeden Fall noch irgendwann nachholen. Das Problem ist jetzt gerade, im November habe ich mich selber zugeplant mit möglichen Stream-Ideen. Deswegen ist alles gerade ein bisschen funky. But I have not forgotten. Ich habe es mir mittlerweile in Steam sogar markiert, dass das Spiele sind, die ich nochmal streamen muss. Wow, das waren alle. Aber hier haben wir immer noch so wenig Prozent. Das geht mir ja mal richtig auf den Keks. You will give me everything. Man muss doch nur mal vernünftig mit den Leuten reden. So, ich check jetzt auch nur die Karten, die tatsächlich neu sind. Mystischer Raumtaifun, oh Mensch. Welcome to Baldi's Basics. Ja, das ist ganz schön. Oh ja. Mutter Grizzly, die Karte hätte mir so geholfen, wenn wir sie vorher hätten. Axt der Verzweiflung, schöne Ausrüstungskarte. Gib dir einfach mal 1000 Power dazu. Beef dein Monster einfach mal auf dem Oblivion. Maskierte Bestie habe ich bis heute nicht verstanden, warum sie existiert. Okay, cool, cool. Dunkler Magier. Ich glaube, so viel Magi. Du kannst auch ein Exodia-Deck bauen und einfach alles wegnuken, was uns nicht gefällt. Sekunde, haben wir alles an Exodia. Spiegelkraft, ja mal guck einer. Spiegelkraft, wir hatten, wie konnten wir die ganze Zeit ohne leben? Elegante Wohltäterin ist wahrscheinlich. Wieso habe ich das Gefühl, dass die Scheiße gebannt ist? Ich habe so ein ungutes Gefühl. Du bist gebannt. Du bist auf den Markt gekommen und jeder hat sich gedacht, ja, ban that shit. Muka Muka. Oh yeah. Sind in Lost Melee und das Pack muss man freischalten. What the fuck? Warum kriegst du fucking Neos Support vor den eigentlichen Elementalen? Was ist das denn für ein Gedanke? Nochmal Spiegelkraft. Danke dafür. Thanks, Obama. Bist du denn? Also. Oh, Yamata-Drache. Ich fand das Design immer toll, aber die Karte war wertlos, weil es ein fucking Spirit-Monster ist. Oh, Spirit-Monster, why? Oh, danke für die 10 Bits. Wirst du dann 2 von Medieval spielen? Ich hab ihn leider nicht. I would if I could. Aber ich hab ihn leider nicht. Sehr schön, der wäre auch in einem Kriegerdeck super cool gewesen. Um genau zu sein, der passt, glaube ich, sogar gut in ein Destiny Hero Deck rein, so als Filler. Ich meine, why not? Krieger, supportet auf ihm. Da passiert so Trugbildritter. Wollt ihr eine wertlose Karte? Hier habt ihr sie. Guck mal, den hatten wir auch die ganze Zeit nicht. Paladin des Weißen, Deskoala. Wenn du jemandem auf den Sack gehen willst. Deskoalain. Get Deskoalat. Finsterer Geroid. Ich sehe es ja nicht ein, dass mir hier irgendwie noch knapp 25% in den Boostern fehlen. Also das sehe ich ja wohl nicht ein. Ich habe unendliche Power und das Spiel denkt sich. Soll man das sonst machen? Außer zu Tode grinden.
Metapod und Spielkraft nehmen bei jeder Großmutter Graveyard Recovery Setups verwendet. Ja, yep, that's the point. Weißt du, die Leute freuen sich, wenn du ihnen den Kram auf den Friedhof schmeißt. Da denken sie sich auch nur so, danke, dass du mir das Ganze jetzt leichter gemacht hast. Come on. Skill Drain nochmal, sehr schön. Also wenn wir richtig nerven wollen, wir können einfach Skill Drain fahren. Hey, Monileinchen! Monileinchen, gut, dass du gerade hier bist. Du hast mir ja was gesagt wegen der Post, die du mir losgeschickt hast. Bislang habe ich keinerlei Nachricht bekommen, dass was angekommen ist oder vorliegt. Also kann sein, dass du es irgendwie noch nicht losgeschickt hast, aber dann, ich habe gedacht, ich frage jetzt gerade mal, wo ich dich gerade gesehen habe. Oh, yes. Mein Magier-Deck ist auch nicht schlecht. Können wir auch machen jetzt. Ist ja eigentlich heutzutage. Ich wette, wertlos geworden. Es kommt auf dem Archetype fast schon an. Ist es ja. Das ist Yu-Gi-Oh! In a nutshell for you. So, es kommt ganz auf den Archetype an. Kann nicht wahr sein hier. Jo. Fucking Chaos Emperor Drache. Game's over. Wären wir Kaiber, könnten wir das Ding trotzdem benutzen. Oh Mann. Lass mich raten, uns fehlen trotzdem... Uns fehlen hier noch 10%. Wie kann das? Wir haben gerade 50 Packs davon gekauft. By the way, das hier mal hier jetzt nur, weil es Protest. Nur mal so nebenbei. Sogar dieses Ching zu machen. Ihr habt so viel Geld. Eine Fusion. Ich habe keine Elementarheldenfusion. Warum kriege ich dieses Pack, wenn ich nichts damit anfangen kann? Wurde mir auch als nicht zustellbar zurückgeschickt. Was? Schreib mir mal eine Nachricht auf Dings. Auf Twitch, also flüster mir da nochmal zu, dass ich da nachher dran denke. Und dann lasse ich mir da nachher was einfallen. I fix this. I can fix this. 100%, das sieht schon viel schöner aus. So, aber ich glaube, wir können jetzt... Was meint ihr? Können wir daraus jetzt irgendwie... Nee, nö. 10%, ich glaube, es geht los. Weißt du, ich bin gefühlt hier Kaiberkorb und muss trotzdem noch meine eigenen Karten holen. Fucking... Noch ein Wald. Ich hatte vorher keinen weißen Drachen. Okay, cool. Aber Flammschwertkämpfer, nice. Battle Flammschwert. Oh, hier. Silberfang. Most OP-Karte. Was soll ich dir zuflüstern? Irgendwas. Einfach nur, damit ich... Einfach, dass du mir eine Nachricht hinterlässt, dass ich dran denke nachher. Weil sonst... ich kenne mich... Ich vergesse das und Leute denken, ich wäre ein riesiges Arschloch und das ist immer so eine Sache. Topf der Gier. Ich frage mich, was diese Karte macht. Ja, Rotauge. Rotauge ist schön und gut, aber Rotauge hat hier null Support. Bringt also absolut gar nichts. Oh geil, noch eine blockierte Karte. Mit dem, was du da bekommen hast, wirst du kein gutes Deck hinbekommen, weil das Spiel... Ja, probably yes. Vielleicht könntest du das nervtötendste Beatdown-Deck überhaupt machen. So das nervtötendste Deck, so geheimer Vogel bis zum Kotzen. Oh cool, immerhin den haben wir jetzt mal. Ich mochte das Art-Design immer davon. Oh, by the way. Demnächst auf meinem Kanal Videos, beziehungsweise ein Video, wo auch wieder Yu-Gi-Oh! Related ist. Von daher, stay tuned. Stay tuned, stay awesome. Oh, tut mir leid, ey. Es tut mir leid, dass ich am Husten bin. War ja am besten jetzt gleich für später. Ja, tu das am besten. Weil, dann vergesse ich das auch nicht. Und dann,
Lass ich mir da was einfallen nachher. I promise. Ja, Tatsache. Lost Millennium habe ich noch gar nicht. Das heißt, ich habe Elementarhelden Support, aber keine Elementarhelden. Oh Gott. LH-Community-Turnier. Gute Idee, aber nicht. So, und noch eine andere Sache. Bevor wir uns anfangen, ein Deck zu bauen, gibt es auch noch eine andere Sache, die geklärt werden muss. Nee, warte. War das hier? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Warum ist Top der Gear eigentlich gebannt? Weil es irgendwann OP war, dass du Karten ziehen da. Was willst du denn jetzt? Ich hab zu tun. Wie wär's, wenn ihr mich jetzt... ich wollte eigentlich nur... Wie wär's, wenn ihr drei mir nicht auf den Sack geht gerade? Ich habe null Interesse an eurem Blödsinn. Wie wär's, wenn ihr aufhört, mich zuzulabern? Ich habe nämlich nicht gespeichert. Und ich will nicht alle Karten nochmal auspacken müssen. Hört auf, mich anzureden! Erklärung nochmal hören. Nein. Willst du mal? Nein. 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 Wieso hat er Vampirzähne? Leo, jedes Mal, wenn du mir ins Gesicht kommst, ne? Jedes Mal, wenn ich dich sehe. Jedes Mal, wenn du existierst, muss ich mit deiner Unnötigkeit leben. Jedes Mal. Du blödes Kind. Du blödes Scheißkind. Weißt du, jedes Mal, wenn ich deine dreckige Visage sehen muss. Alter. Ich wollte mir mein Dings auftunen, mein scheiß Bike. Und kommt ihr Pimmelnasen an und nervt. Ja, jetzt darf ich mir drei Züge angucken. Bist du... Hast du geraucht? Ich schwöre dir, wenn dieser Drache da jetzt verschwindet, ne, werde ich deswegen Schaden nehmen wegen dir. I will rip you a new one. Den Effekt jetzt nicht. Wieso hast du den Effekt nicht aktiviert? Wieso hast du den Effekt nicht? Okay. Okay. Wertloser Müllcontainer. Er ist ein fucking CPU, er kann es.
Er ist ein CPU, er kann das. Das Spiel gibt sonst auch einen Scheiß auf Regeln. Alter. Kann ich einfach aufgeben? Dieses Duell hat für mich null Sinn. Außer, dass die beiden meine Zeit verschwenden. So, yeah, also... Oh wow, Maske der Finsternis, dein Ernst? Kann dieser Höhlenmensch mal aufhören, meine Monster zu wasten? Du wertloses Abfallkind! Es geht mir hier ums Prinzip! Oh mein Gott, ich möchte mir ein vernünftiges Deck bauen, ihr Spackos. Geh weg. Hau ab. Ja. Gut, wisst ihr was? Wir machen das Ganze mal ein bisschen schneller. So. So. Ups. Muss mir doch glatten Fehler unterlaufen sein. Ja, das Ding kriege ich ja sein Ding kriege ich ja nicht kaputt, leider. Oh Mann. Ich möchte doch nur ein Deck bauen. Weißt du, was Tag-Duelle sind? Nein! Natürlich weiß ich, was Tag-Duelle sind, du dummes Kind. Oh wow. Bei Tag Team Duellen, es ist so spannend, weißt du, drei CPUs beim Duellieren zuzugucken. Das ist bescheuert. Stop wasting my time. Fucking hyperaktives Kind, hör auf mit mir zu reden, ja? Komm wieder, wenn ich ein vernünftiges Deck habe, dann reiße ich dir den Arsch auf. Hat er sie gerade geschlagen? Ich habe es auch vorher verstanden. Und wir sind keine Partner, du Schwachkopf. Sag dir, habe ich dich nochmal an der Backe in so einem Duell? Ich lasse deine Monster in alles reinlaufen, was auf dem Feld steht. Wisst ihr was? Nö, komm, ich gehe jetzt mal komplett hier, ne? Also, fuck this shit. Ich möchte nur fuck. Wo war die Motorbox da. Scheiße, mir schießt die Wand an. Erstmal speichern, das ist viel wichtiger. Eieiei. Ich hab diese beiden Gören schon im Anime gehasst. Blöde Rotzkörner.
Ich bin wichtig, Plot. Plot Armor, go fuck yourself. So, war das hier? Nee, du warst. Nee. Go fuck yourself. Wo war denn hier der Laden für. Wo war denn nochmal der Laden jetzt hier für Motorräder? Ach fuck it, ich baue mir jetzt erst ein Deck. Viel wichtiger. Hat gesagt, ein neues Booster zugefügt? Das war weiter links. Ich habe das Gefühl, da sind wir diese beiden Girlen und die warten nur darauf, dass ich da längs gehe. Nerven mich mit ihrer Scheiße. Nee, okay, ich hab mich da gerade verlesen. Gefällt dir das Spiel bisher? Nein. Ich fand's damals schon unbalanced und scheiße. Besonders letzteres. Nee, besonders ersteres. Oh, Kartenlisten. Oh ja. Oh, brauche ich. So, mach weg den Müll. So. Guck mal, hier haben wir noch mal ein paar Karten hier. Da können wir doch mit arbeiten. So. Wir bauen uns jetzt erstmal ein Edgelord-Deck. Komm. Soll die beste Methode sein, die wir haben. Mein 6 Samurai haben wir auch einige, aber ich glaube, da fehlen uns Bossmonster. Fucking Bubble Man. Ja, können nützlich sein. Okay, wir hätten ihn zweimal. Aber ich glaube, wir brauchen uns ein Edgelord-Deck. Er ist gebannt, ja, doch. Oder, ich weiß nicht, was sagt ihr? Sollen wir uns lieber ein Edgelord, ein Level oder ein absolutes Arschlord-Deck bauen? Mit Arschlord-Deck meine ich so lange Beatdown, bis du kotzt. Nee, nicht Beatdown, Lockdown. Also schlicht und ergreifend alles verbieten. Was meint ihr? Hier eigentlich. Oh, das. Zeigt er mir Karten an, die denn. Oh, der zeigt mir Karten an, die dazuge. Okay, das wusste ich nicht mal, dass der hier schon so weit war. Sehr viele Leute sagen Level. Mach am Ende ein Edgelord-Deck. Okay, am Ende. Ja, das klingt fair. Level-Deck. Ich bin ganz ehrlich, ich mag ja das Level-System. Die Frage ist, was kann man da reinmachen, damit es effektiv ist? Ich meine, warum nicht beides miteinander kombinieren, Ryan? Lockdown und ein Level-Deck. Why not? Geht ja Hand in Hand, nicht? Ja, gut, machen wir ein Level-Deck. So, was brauchen wir denn dafür? Auf jeden Fall ein Dragon. Das sortieren wir jetzt mal nach Power. Oh, der will kommen. Wir haben einen weißen Drachen, geil. Du bist gebannt. Ja, guck mal, kann ich jetzt denn? Oh. Oh, oh. Nani? Das ist nicht schlecht. Dich packen wir mal mit rein. Baller gerade einfach mal rein. Am Ende müssen wir sowieso irgendwie gucken, wie wir das passend gemacht kriegen. Wenn dich einfach, weil wir mal ein bisschen was zum Klatschen brauchen. Dich dreimal bitte. Können wir dich damit. Nee, 1-6, verdammt. Ich will also nicht mit maskierten Drachen beschwören. Ich mache es wie immer. Ich schmeiß einfach mal rein. Und dann schauen wir weiter. Wollen wir mal dreimal aufsteigen. Aufsteigen ist wichtig.
Man braucht ja Aufstiegsmöglichkeiten im Leben, right? Na, jetzt haben wir schon 20 Karten. Aber leider auch jede Menge Bricks, also... Einmal Friedhof den Karten, oder wenn du da dein Deck hinzumischen und das Deck anschließen. Ja, ich glaube, so viel brauchen wir da. Das brauchen wir einmal für Backup. Den nehmen wir wirklich einmal, weil sonst wird das, glaube ich, ein bisschen bricky. Zweimal. Oder zweimal, ich weiß nicht. Einmal sollte hinhauen. Zur Not haben wir Recovery. Level Monster aus. Jetzt haben wir es nicht empfehlenswert. Ja, ich habe aber keine Option. Also, ne, also müssen wir. Weil ich nicht alles jetzt nur auf 1 basieren kann, leider. Zauber. Was können wir denn dann noch gut reinnehmen? Was passt denn noch gut in sowas rein? Der Blitzeinschlag geht immer. Bei Rageki ist, glaube ich, hier schon gebannt. Wenn ich nicht irre. Menge Krieger-Support. Dimensionskapsel. Mochte ich ja einen jemand nicht so, also. Double Summon. Why not? Kann ja nicht wehtun, ne? Die ist auch schon gebannt, what the fuck? Ich meine, wenn ich ein Deck nur auf Horus basiere, dann habe ich ja noch weniger von. Ah, ja. Removal-Karten. Ja, ich guck schon. So richtige Level-Karten gibt's ja nicht wirklich. Ich glaube, wir können uns Final machen. Ja, wir könnten uns auch ein Final-Deck machen. Gemeinsam sind wir stark. Nice. Gemeinsam fressen wir Quark. Auf jeden Fall habe ich eine Idee. Haben wir die? Die haben wir doch. Habe ich doch gerade gesehen. Wenn man zu speziell jetzt hier eine Karte. Nice. Davor habe ich doch was anderes gesehen. Oder auch nicht. Ist egal. Partner Unendlichkeit und dann Muka Muka. normal. Nee, normales Monster ist scheiße. Ja, Removal-Karten ist immer so eine Sache, das... Man muss immer mal gucken. Unser Ziel ist es ja halt, schnellstmöglich Horus rauszukriegen. Problem ist, how does one do efficiently? Ja, Raigeki ist hier banned. Mensch, Raigeki war mal banned? Oh, Riesentronade. Einfach mal Nein zu Backrow. Warum eigentlich nicht? Mann. Oh, ich kann mal so ein schönes Edgelord-Deck bauen. Das ist schön. Ja, Sturm gibt's auch noch. Wow. Ist interessant, was man alles noch an Karten benutzen darf, tatsächlich. Monster Gate Reasoning. Was? Kennst du die Karte auf Deutsch? Weil dann kann ich das tatsächlich suchen. Beziehungsweise was das genau ist. Weil wir haben gerade mal 23 Karten und irgendwie müssen wir dieses Deck zum Funktionieren bringen. Das, was? Nur eine Serie an Leveln Monster nehmen. Ja, aber wie soll ich denn hier den Deck drauf aufbauen auf nur Horus, wenn ich sowieso nicht so viel Support dafür habe? Ist doch Blödsinn dann. Die Viecher basieren doch sowieso aufeinander. Und von daher dann...
Mal davon abgesehen, ich glaube, wenn wir das Ganze hier, ne, efficient machen wollen, also tatsächlich richtig absahen wollen, ich glaube, da müssen wir einfach nur ein Beatdown-Deck bauen. Da habe ich, glaube ich, mehr Ideen als einiges anderes. Eine bodenlose kannst du immer haben. Geht doch nichts über bodenlose Gruben. Weil es gibt nicht so viele Optionen für mich, wie ich Horus da effizient machen kann. Heutzutage, klar, da kannst du durchdrehen mit. Aber mit den Optionen, die mir hier gegeben sind, ist trotzdem noch Mangel. Monstertor. Nehmen wir Opa sagt nein. Wir nehmen Opa sagt nein. Einmal rein, komm. Wie gesagt, ich habe so viele Ideen für verschiedenste andere Decks, nur ausgerechnet das hier nicht. Das ist das Problem an der Sache. Skill Drain, richtig asozial sein. Immer Magic Jammer, oder? Na. Hat sich in der Regel immer mehr als nicht so toll erwiesen. Monstertor. Nur da mal gucken, welche das nochmal war. Weiß er nicht. Ja. Man muss immer so, man muss hier mit einem anderen Mindset reingehen als, ne, in DeathPro zum Beispiel. Da muss man mit ein bisschen anderen Mindset reingehen. Spiegelkraft, ganz wichtig. Monstertor und Gedankengang. Hab ich die? Das ist die Frage. Der Fangel, moin moin. Habe ich die gezogen vorhin? Kann die mir gerade nicht unter. Ich kann die gerade nicht hier, ne? Graveyard Setup. Geh mal davon aus, dass es ein Effect Monster ist. Man kann ja leider nicht nach Karten direkt suchen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen spezifischer sein, nachdem ich suchen muss, so Attribut oder ein Typ gar? Ich glaube, dann würde ich uns hier jetzt einiges an Gesuche ersparen können. Das ist ein Zauber. Nee, Effektzauber. Monstertor, Monstertor. Jetzt ist es ja nach Alphabet. Warte mal, da können wir ja... Hier, warte. Monstertor, hier. Wir damals auf deine Spiele als Tribut an den Karten von deinem Deck, bis du dein Monster als normal schon beschworen werden kann. Auf dem Friedhof. Risky? Ist risky? Kannst einmal reinnehmen, also... Versuch es ist wert. Aber ich kenne mein Glück und dann auf einmal das Spiel so, ja, dein einziger Monster ist da ganz unten irgendwo. Und Gedankengang. Gedankengang hier. Dein Gegner nennt die Monsterstufe, nimmst dann Karten von deinem Deck. Du hast eine Karte gefunden, dass dein Monster die gleiche Stufe hat. Du siehst beschworen. Okay, nein. I call no. Weil das ist ein fucking CPU, der wird mir da alles zerschießen. Der wird mir da alles zerschießen, was ich da habe. So, aber vielleicht können wir ja noch ein paar Drachen reinpacken, die ein bisschen Support reinbringen können in das ganze System hier, in dieses ganze Chaos. Also du nicht. Aber ich kann mit dir bewaffneter Drache holen, also bist du gar nicht mal so schlecht. Ich nehme mal zweimal. Wir haben echt nicht viele Drachen hier.
um genau zu sein, gar nicht. Ist Gravatzapper hier ist nur bei Zombies und Lightsworn gut. Ja, eben. Wir sind noch nicht so weit, dass Graveyard Setup so wichtig ist. So weit sind wir noch nicht. Die Welt ist noch nicht so weit entwickelt, mein Guter. Na, 7 Karten müssen wir noch irgendwie. Was können wir denn noch mal? Was haben wir denn noch so? Irgendwie ein Support. Irgendwas, was mit Drachen gut ist. Du zum Beispiel. Ich will jetzt mal so vom Typ Drache auf. Achso, Gegner. Ja, weil das hat sich erledigt. Was hatten wir denn noch so? Phoenix, ich liebe dieses Ding, Alter. Ich bin so. Ja, Lightsworn kann ich ja noch gar nicht haben. Das ist ja auch noch so eine Sache. Lightsworn ist noch nicht da. Gib es nicht. So, aber ich glaube, das wird hier heute fast schon eher ein Stream, wo wir einfach nur ein Deck bauen und vielleicht nur ein bisschen Story vorantreiben. Ich weiß nicht. Bin mir noch unsicher. Weil ich habe aktuell jetzt gerade echt einige Deck-Ideen, wo man tatsächlich umsetzen könnte, wo uns vielleicht dann tatsächlich sogar helfen. Aber ich glaube nicht. Oh, Reflektor-Lump ist hier sogar tatsächlich noch fies in der Zeit. Haltet mich für lächerlich, aber ich muss meinen Gedankengang gerade wirklich in 2009 versetzen, damit wir hier auch nur ansatzweise irgendwie was rocken können. Wir müssen mehr wie 2009 denken und weniger wie 2018. Wir sind 9 Jahre in der Vergangenheit. Ergo, wir können auch mal so einen Blödsinn einfach reinnehmen und es könnte sogar tatsächlich effektiv sein. Sonneneruptionsdrache. Wir haben mit Horus Feuermonster. Auf 5 dieser muss es schon geben. Gibt es auch, aber ich habe sie noch nicht. Komm, ich packe einfach mal den dazu. Fuck einfach, fuck that shit. Mal überlegen, ob ich einfach Seelenschnitt da reinpacke, so just for the heck of it. Mystische Tomate prockt ja leider nicht. Warte mal, Riesenratte. Halt. Du hast er denn, du bist doch scheiße, okay. Oder weniger hatte gerade. Du UFO-Schildkröte, du bist an sich cool, weißt du das? Aber. Nee, Unnatur ist ja gar kein Problem. Ich sag ja nur. Wir sind ja hier, ne, ist alles 2009. Hier ist alles noch nicht so easy. Alles noch nicht so easy in diesem Spiel. Krieger haben wir keine. Noch nicht, also. Ich hätte so viel Ideen für ein fucking Kriegerdeck. Also, um genau zu sein, für, ne, alles Mögliche. Leute mit Deskoala auf den Sack gehen und all sowas. Ich meine, warum nicht? Mega Monger. Boah, ey. Können so das nervtötendste Deck bauen. Dann halt ohne Skill Drain, aber. Riesengeim ist zum Beispiel auch so eine Karte. Die funktioniert hier einfach aktuell noch. So lächerlich das auch klingt, dass wir uns ja gerade ein Horus-Deck bauen mit einem fucking Riesenkeim. Du bist auch ein nervtötendes Arschloch und komm, eine brauchen wir noch. Nimm nicht Bubble Man rein, nur um das schon mal klarzustellen. Ich habe schon lange nicht mehr Steinzeit-Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ja, das, so kann man es wirklich ausdrücken. Ich möchte, by the way, nur mal so nochmal anmerken. Wir haben uns gerade sämtliche Karten geholt, wo wir haben können. Also so gut wie. Inklusive Muka Muka. Und wir haben immer noch nur 3 vernünftige Synchro-Beschwörungen. Wir haben immer noch 3 Synchro-Beschwörungen. Ne, das sind nicht mal vernünftige, es sind einfach nur 3 Synchro-Beschwörungen. Baseball-Kind wäre ich auch gar nicht mal so schlecht. Das ist, ich meine, ich arbeite mit Feuermonstern. Ich habe eine bessere Idee. Nimm 3 davon und dann suche ich mir jetzt nochmal schnell den Seelenschnitter.
Weil dem vertraue ich. Der sagt sich immer, Leckermäulchen tut Leckermäulchen gut. Und dann höre ich eurem Wehklagen mal und nehme den Bewaffneten raus. Dafür gucken wir aber, dass wir halt ein bisschen noch umdenken können. Was empfiehlt er mir bei dir? Ach ja, klar. Okay, der sucht einem wirklich nur so die nahesten Sachen draus, sag ich mal. Also der geht nicht wirklich aus dem Weg und sucht nach Karten, die tatsächlich passen könnten, aber... Oh, achso. Ja, ja, ja. Ist ja gut, chill. Kuribo. Einfach nur, um Leuten auf den Sack zu gehen? Why not? Warte mal, wir können ja mal... glaube ich, viel effizienter, wenn wir nach einfach nur Feuertypen suchen. Uria ist eigentlich cool. Nur leider herrlich ineffektiv in unserer Situation. Aber ich kann doch... also... war das Ding nicht eigentlich ursprünglich immer merkwürdigerweise Wind? Hast du Angriffs-Wyvern? Ich glaub nicht. Nee, wo ist es? Hier. Welt. Ja, guck mal. Das sind Feuerpower. Das ist ein Deck. Ist auf jeden Fall ein Deck. Rezept speichern. Namen ändern. Das hier. Das ist Horus. Baddest Wits ever, aber was Besseres fällt mir gerade nicht ein. So, das ist schon mal eins. So, machen wir mal leer. Bauen das nächste. Fahren direkt weiter. Wird nicht angehalten zum Pipi machen? Nee, wir fahren direkt weiter. Jetzt brauchen wir meinen Edgelord-Deck. Ach, guck mal, da ist er doch direkt schon. Das ist doch schon mein Lieblings-Edgelord. Ah. Ist Vivi gerade... warte mal. Ich muss mal gerade was gucken. Sekunde mal. Pause. Ja, Vivi streamt auch. Die will nur nichts mit mir zu tun haben. Okay. So ist das also. Okay. Verstehe ich schon, Vivi. Ich verstehe schon. Ich verstehe, ja? Ist okay. I see. Okay, nee. Spaß bei Fuß. Wir raiden sie nachher trotzdem, ob sie will oder nicht. So, wir bauen uns jetzt ein Edgelord-Deck. Jetzt geht's ab hier. Jetzt kommen die Edgelords. Der hier ist Edgelord. Oh, aber er ist richtig scheiße. Er ist Edgelord. So ein richtiges Edgelord. Der hier ist eigentlich auch richtig Edgelord mit den Krallen und alles. Aber das Problem ist, es bringt überhaupt nichts. Rückfeuer. Stimmt, Rückfeuer müsste ich noch reinnehmen. Ihr seid hier effektiv, wenn ich schon so viele Feuermonster habe. Guter Einwand. Du synergierst ganz lecker. Du auch. Aber wo kommen sie? Ah, da sind sie ja. Hier. Das ist ganz Kampf, was wir auf Friedhof gehen. Gib mich. Oh ja, danke. Ich wollte unbedingt wieder hierher zurück. Mann, der jetzt. Bin ich zu weit. Sekunde. Wir machen das anders. Ja, ich glaube, er zeigt mir nicht alle an, weil da fehlen welche. Aber gut. Wo waren wir? Ja, hier. Wenn vier Monger sein Friedhof und Spezialbestörung. Eine Attack Free, please.
Auf dieser Karte von der Höhe der Attacke alle auf einem Monster auf deiner Spielseite. Deine Karten am Schicksal bis zu 800 Punkte. Du kannst diese Karte nur während der Battle Phase deines Gegners benutzen. Nehmen wir zwei. Die finstere Welt ist. Finstere Stadt ist wichtig. Als es auf deiner Spielseite keine offenen Monster gibt, deren Karten am Schicksal kannst du ein Monster der Stufe. Attack Free. Falls du das Ausgriffsmonster angreift, zerstöre in das Damage also Refeld. Kommen wir einmal reinnehmen. Klingt witzig, klingt nach Schaden. Karte nur aktivieren, wenn ein Monster auf deinem Spielstand durch Kartenfekt des Gegners zerstört wurde. Mag ich. Attack Free. Jetzt muss ich die anderen nur finden. Warte mal, kann ich das von hier machen? Dash haben wir drin, dich haben wir drin. Guck mal, dich können wir auch. Du bist zwar so eine Sache. Ich meine, du bist Level 4 mit 2700 Defense. Also wenn jemand da reinrennt, das tut weh. Er müsste dir eigentlich alle Karten anzeigen, die du aus dem Archetype hast. Nee, ich meine hier, das ist ja jetzt der Beweis. Ich tue da halt nicht. Aber gut, das Spiel ist von 2009, ich erwarte das jetzt auch nicht. Da sollen mal Leute reinrennen, das sieht nach Spaß aus. Also gucken wir mal noch weiter, vielleicht reicht da mehr woanders noch andere an, die ich jetzt weil es fehlt einer. Es fehlt einer, das weiß ich. Dieser eine da, den wir noch haben. Such den schnell selber, das geht glaube ich schneller. Nach Effektkriegern suche. Hab ich doch hier, da ist er doch. Wenn diese Karte von einem Friedhof im Spiel und von einem Monster zu annullieren, das dein Gegner kontrolliert. Nice. Mag ich. I like. Bewaffneter Samurai, das Ding ist auch total cool. Der Diamond Dude, aber Diamond Dude habe ich leider noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen Haufen edgelordige Karten reinnehmen. Beziehungsweise Karten, die generell effektiv sind und die nicht Bubble Man sind, weil Bubble Man ist von Losers. Weil das Deck hier wird relativ schnell gebaut eigentlich, so wie ich das jetzt mir vorstelle. So, leider kann ich nicht nach so Karten suchen. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen durchbashen. Brauchen nämlich bestimmte Kriegerkarten, beziehungsweise die hier, das ist auch schön edgelordig. Blitzeinschlag. Die nicht gebannte Version von Raigeki. Was haben wir denn noch so Leckeres? Also ihr müsst euch by the way melden. Wenn euch das jetzt so langweilig wird, dass wir hier nur Decks bauen, dann müsst ihr das sagen. Auf I take two. Dann müsst ihr das sagen. Ist es nur... muss auch mal sein. Ich wollte euch das auch nicht vorenthalten, to be honest. Also von daher, wenn euch das so sehr auf den Sack geht, I'm sorry. Ich bin bekannt dafür, Leuten auf den Sack zu gehen. Ich suche gerade noch... Ist eigentlich auch in sich ziemlich edgelordig. Schlechten Kartenspiel spielen, ohne Karten zusammenzustellen. You got a point there. Das ist eigentlich ein Punkt, also. So, in dem anderen Deck müssen wir leider nochmal hier Rückfeuer oder wie die Karte heißt, mal einfügen. Was war das hier? Du kannst eine Karte von deiner Hand auf und eine Karte ziehen. Nice. Das halte ich für Blödsinn. Final Countdown ist an sich ziemlich edgelordig. Das wird kein Schicksalshelden-Deck, das wird ein Edgelord-Deck. Das müsst ihr euch vor Augen halten. Hier kommen Karten rein, die entweder effektiv oder edgelordig sind oder beides. So einfach ist das. Das Schöne zu dieser Zeit ist ja hier gab es einfach Krieger-Support. Also Support für Krieger.
Emporkömmling-Goblin ist effektiv. Stimmt eigentlich, jetzt wo du es so erwähnst, ich meine, ja, schwerer Sturm, ich meine, biete ja immer noch gern Backrowner, so ein Blödsinn. Nö. Gucken wir gleich mal. Vor allem, ich finde das auch ehrlich gesagt schön, wenn man denn hier mal zusammen sich irgendwie ein Deck aufbauen kann. Versteht ihr? Oh, hier. Perfekt. All of that. Ich glaube... Also auf jeden Fall Spiegelkraft will ich gleich wieder mit drin haben. So viel ist man sicher. Ich suche erstmal kurz nach einem Goblin. War ein Unterweltler, ne? Mein... Emporkömmling Goblin. Oh, welche war das nochmal? Helfen wir mal bitte gerade auf die Sprünge. Emporkömmling Goblin. Ich weiß, es war ein Goblin. Wieder mal eine Zauberkarte. Ich hab's aber auch heute, ne? Bei mir ist alles, alles ist ein Monster. Dauerhafte? Warum ist mir so schwer? Oh, what? Glaub, die Karte habe ich nicht, oder? Doch, hier. Zieh eine Karte von deinem Deck, dein Gegner hat 1000 Life Points. Ja, doch, gut. Können wir einmal reinnehmen. Und dann... Ich glaube, wir nehmen nur Mirror Force dann rein, oder? Da gibt es noch Karten, die ich jetzt vergessen habe sonst. Glaub nämlich nicht. Mein Opa sagt nein, wäre cool. Ach, Gegenfeuer, guck mal hier. Ja gut, 500 Burn. Gut, es ist 500 Burn, also naja, ich beschwere mich jetzt nicht. Man muss ja nehmen, was man nehmen kann, ne? Komm, wir nehmen einfach Spiegelkraft rein und dann ist gut. Sobald ich es finde. There we go. Also wir haben nicht wirklich viele Fallen. Aber Backrow ist überbewertet. Dafür, wir haben Monster. So, das sind jetzt hier die Speichern. Yes. Das ist jetzt hier. Nächste ist einfach ne. Ich nenne es einfach Infinite Edge. Schreib's auch in Caps, einfach nur, damit die Nachricht rüberkommt. Und jedes Mal quasi, wenn wir dieses Deck spielen, ist es denn so. Man, seht ihr, wie das Edge quasi aus diesem Deck quillt? Es ist so Edge! So Edge, guck cool, dieses Edge-Deck an, ey. Das ist so fucking Edge. So ein fucking Edge-Deck. Aber es tut so gut. Schmeckt so gut auf Toast. Da brauchen wir noch eins? Oder probieren wir jetzt erstmal aus? Ne, erstmal ganz wichtig, erstmal Gegenfeuer einfügen. Sekunde. Lesen. Ho, ho, ho. Geht noch edgiger? Ich weiß, es geht immer. Fun Fact, es geht immer noch edgiger. Was können wir mal richtig rausnehmen hier? Was ist Bottomless weg? Das werden wir bereuen. Nee, okay. Machen wir mal drin.
Habe ich zwei von dir? Ich habe zwei von dir drin. Ja, das ist ja gut. Ach komm, Kuribo. Ich weiß, ich werde das wahrscheinlich bereuen. Ne, jetzt, wo ich Kuribo rausgenommen habe, ich werde es wahrscheinlich bereuen. Dachte sich Kuribo auch so. So, perfekt. Speichern. So, was meint ihr? Wollen wir noch eins bauen oder wollen wir tatsächlich erstmal ausprobieren? Was meint ihr? Ziemlich wenige Monster. Ja, aber ja, das ist nicht wenige Monster, das ist Edgelordig. Sowas ist normal da. Das gehört dazu. Es ist nur richtig Edgelordig, wenn du kaum Monster hast, mit denen du leben kannst. Alles andere ist nicht Edgelordig genug. Just saying. Die Anzahl der Monster sollte ungefähr sauber fallen. Wir sind hier 2009, da ist alles ein bisschen edgiger. Weißt du, da hat das Kartenspiel noch ein bisschen Rost. Erstmal probieren. Gut, wir probieren erstmal. Gut, dann probieren wir erstmal. Dann kombinieren wir das mal mit der Tatsache, dass wir uns mal unser Bike upgraden. Also ich sag euch, ne, also. Man muss es mal, ne? Man muss es anders sehen. Ne, das war's nicht. Cyberfinster für Ultimate Edgelord. Ja, aber Cyberfinster, das ist auch Ultimate Scheiße. Muss ich ja mal leider sagen. Ne, das war's auch nicht. Wo war nochmal der Dingsshop? Warst du der Dingsshop? Ja, du warst der Dingsshop. Beim schwarzen Magier, Dude. So, Rahmen. Boah, das ist ein Rahmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist scheißegal. Es kommt aufs Design an. Ich finde, das Design ist schön. Ich habe es jetzt noch nicht ausgewählt, richtig? Richtig. Ja, ich hab ne. Geld ist so eine Sache. Ich bin so ein bisschen Seto Kaiba. Deswegen. Wir können nicht edgig sein, wenn wir nicht auch ein vernünftiges Motorrad haben. Absorbiert Stöße und die Runner schützt. Cool. Absorbiert Stöße und die Runner erhöht die Tankkapazität. Das Maximum. Vielleicht beides haben. Vielleicht alle drei haben. Kauf alles. Ich kaufe euren Laden. Lügel. Seitenpanzer. Ach. Ich habe meine Kaiba-Card dabei, also. Ich weiß ja nicht, wo euer Problem ist, aber ich habe gerade meine Kaiba-Card dabei. Die löst solche Probleme in der Regel immer von selbst. Jedes Mal, wenn ich die benutze, ist alles um so vieles simpler. So. Alles, was ich gerade machen kann. Was bist du? Eine Weissagen kostet 50 TP. Nein! Du kriegst nichts von meiner Kaiba-Card, du Arsch. So, da wollen wir mal das Ding anpassen. Hab ich nicht. Achso. Achso, das geht um den Rahmen. Oh. Oh ja, doch, das ist cool. Das mag ich. Yes. Das ist ein Vollschild, der scheint voll dabei zu sein. Wow. Also damit bin ich safe.
Aber ich könnte auch Flügel haben, das ist so meine Gesellschaft, Digga. Oh yeah. Oh yeah. Oh yes. Balancer, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das ist doch mal ein Bike. Du baust ein Motorrad oder ein Flugzeug. Don't fucking judge me. Wenn ich beides bauen will, dann baue ich gefälligst beides. Scheiße. Ja, nee. Nee, 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 nee. Oh. The Edge is calling tonight. Achso. Hä? So angepasst, wieso denn Zubehörteile? Achso, ich kann mir die nur angucken, okay. Ich sag euch das, ne? Hm? Ich rate dir nur, don't do this. Was don't do this? Dass ein Deal Schrott wert ist. Schrott wert, was? Das ist hier Schrott wert. Mein... Mein... Bedeutet das, weil das rot ist? Oder wieso, weshalb, warum? Verstehe ich jetzt nicht. Ist jetzt schon Schrott wert. Was heißt hier Schrott wert? Das ist kein vernünftiger Satz. Also ich sehe hier ein OPs Bike, also... Ich weiß ja nicht, wo du das Problem siehst. Was? Wie gesagt, ich kann doch an dem Laptop laden auch ein... Stimmt, kann ich nicht. Nee, ja, das ist auch. Das ist kaum etwas machen kann. Nee. Fahr jetzt mal. Ich will eigentlich nur. Zeitduell. Duell? Nein, ich will einfach nur fahren. Ah, einfach fuck you. To be honest, es fährt sich genauso wie vorher. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich lenke echt ein bisschen... Ein bisschen nicht so toll. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Good Sir, ich habe hier ein Problem mit meinem Motorrad. Habe ich hier ein Problem? Einmal alles bitte. Einmal alles bitte. Good Sir, hier ist meine Kyber-Card. Erkennbar an ihrem weißen Drachen, der total nicht aussieht wie ein Bootleg-Ding. Danke, good Sir. Möge der weiße Drache nicht auf sich spucken. Okay. Zurück ans Zeichenbrett. Was können wir denn da machen?
mal ein bisschen runterzukriegen. Weiß ja nicht, was muss ich denn runterkriegen überhaupt? Machen wir mal so. Das tut gar nichts. Das macht nur das. Das ist nur da oben. Oder ist das am Rahmen? Nicht leicht handhaben, so bin ich belastbar. Das liegt am... Ich dachte, das ist Design. Good Sir! Sie haben mich nicht ausgehend informiert. Ich wünsche den Manager zu reden. Ich kaufe alles, by the way. Ich kaufe nochmal alles, good Sir. Good Sir, fuck off. Sie sind gefeuert. Ich habe ihren Job gekauft. Okay. Plan B. Will trotzdem einen Rahmen, der cool aussieht, Mensch. Wird ja wohl... Gamma-Rahmen. Wenig widerstandsfähig. Was bedeutet denn das? Da wird es schon wieder rot. Das mag er nicht. Haben wir noch Booster. Booster sind so... Aber die Booster sind so mehr boosterig. Oh yeah. Oh yeah, let's kick it into overdrive. Jetzt haben wir es doch. Ich möchte mich aber trotzdem beschweren, weil die Farbe von dem Ding ist nicht schwarz, ist nicht edgelordig genug. So, jetzt probieren wir es nochmal aus. Klar haben sie es am Gerüst. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel so weit denkt. Wow! Jesus! Das ist ungewohnt auf einmal. Aber warum muss denn der Schild auch angezeigt werden? Das sieht ja mal richtig hässlich aus. Oh, wow. Ich habe in meinem gesamten Leben noch nie hier was abgegradet an diesem Ding. Ich habe mein gesamtes Geld immer für Karten ausgegeben. Wow. Das Ding ist schnell. Squeechy. Haben Booster aktiviert. Oh shit, ja. Oh shit. Oh fuck. Kick it into overdrive. Ich baue damit zwar jetzt um einiges mehr Unfälle, aber ich bin auch um einiges schneller. Wow. Alter. Man kriegt DP dafür. Guter Sir, ich brauche Ihr Geld nicht. Aber danke trotzdem. So, jetzt wollen wir erstmal Decks ausprobieren hier. Sollen wir mal gucken, was wir für scheiß Decks gebaut haben. Kann ich mit dem duellieren? Nein, ich will nicht mit dir reden. Reden ist uninteressant. Wow, er nimmt sogar an. Horus. Wegdrehen.
Was ist das denn für ein Name? Kannst du nicht alle Motorräder? Kann ich? Na, das ist doch mal eine beschissene Starthand. Ja, ich warte das mal ab. Mal gucken, was er hat. Ich bin nicht geändert. Der Endphase ist... Ah ja, genau. Das war mit der Endphase, genau. So war das. Was denn da für ein Deck? Und warum durfte der das Ding jetzt einfach so raushauen? Finde ich aber nicht fair. Ja. Ach so, der muss sich dann verpissen. Von Zaubern. Ja, stimmt, von Zaubern unberührt, aber das beinhaltet ja leider nicht Fallen. Wir machen das aber mal anders. Ich möchte nicht, dass du die hast. Geh weg. Machen wir halt so. Bock, bock! Ich meine, technisch gesehen... Oh wow, wirklich. Fucking wirklich. Nö. Ich brauche gerade sowieso nicht mehr. Tragödia, das kannst du dir sonst wohin schieben. Horus ist mal so mit die nächste Karte, die tatsächlich an den Shoshkog rankommt. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Fick dich doch, wirklich? Eine Goblin-Truppe. Dein Deck ist scheiße. Tülle ist 100 stärker. Ey, das ist doch nicht... Königlicher Erlass. Wir sogar... Ich glaube, die Karte habe ich aber nicht. Das wäre eine Idee wert, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe sie nicht. Ey, was ist das denn für ein Blödsinn? Ach, und jetzt darf das Ding bleiben? Ach so. So eine Scheiße ist das. Ey, Karamba. Weißt du, ich entschied mir schon wirklich sämtliches Geld, aber ich kann aktuell einfach nicht keine anderen Karten haben. Ich kann einfach nicht. Ich glaube, ich baue mir wirklich ein absolutes Beatdown-Deck. Also so ein richtiges Deck, wo darauf aus ist, dir auf den Sack zu gehen. Oh shit. Oh shit. Ja, ich werde nur nicht mehrere Feuermonster rauskriegen, leider. Da kriege ich auch nur Tausende, Tausende. Passt ja auch nicht wirklich, ne? Und aushalten tut das Ding auch nichts. Ja. Ja, stimmt, ich cheate nicht. Stimmt, das ist Roleplay. Ich bin Kaiba. In Wirklichkeit bin ich Kaiba. Du hast fucking Grand Mole. Gut, Sir, darf ich Bullshit callen? Also... Grand fucking Mole. Ja, natürlich hast du Grand Mole im Deck. Grand fuck yourself. Ey, was ist das? Grand Mole. Was ist dein Deck? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Wow. Echt jetzt? Warum beschwört der Grand Mole nicht nochmal? Sondern eine Goblin-Truppe. Diese KI, ey. Rank up, das hätte ich ein bisschen vorher gebraucht. Ja, kann ich auch nichts machen. Ich kann die anderen Viecher raushauen und dann überfällt er die trotzdem, also so oder so. Jetzt spielt der Grand Mole.
Natürlich hat er in seinem Deck Grand Mole. Weil das so in sein Decksystem passt. Mhm. Sorry, also manchmal habe ich das Gefühl, die Gegner ziehen sich ihre Karten einfach so gerade, wie sie passen. Nach dem Motto, ach wieso? Ich hatte schon immer die Karte in meinem Deck. Mhm. Die habe ich mir nicht gerade aus dem Arsch gezogen. Weil Grand Mole fucking Neospatian Support ist. Ja. Sackgesichter. Mann. Da habe ich immer das Gefühl, das Spiel denkt sich die Karten gerade aus, wie sie passen. Nach dem Motto, oh, da komme ich nicht dran vorbei. Haha, aber ich habe ja hier Grand Mole. Ich will keinen Partner. Ich komme alleine klar. Ich brauche keinen Dildo, der meine Monster wegschrottet. Außerdem, wo soll ich einen Partner finden? Aber dein Deck sehen war da kurz nicht da. Nö, ich habe jetzt keine Lust, nochmal mein ganzes Deck hier nochmal durchzugehen. Ich muss ein Tag-Team-Duell machen. Muss ich. Das heißt, ich muss wieder einem CPU dabei zugucken, wie er mein Monster wegmüllt. Meine gesamte Strategie überfährt. Warum ist so passiert? Weil du kannst auch rüberspringen, Junge. Ich soll Yusei holen. Oh ne, nicht Yusei. Der Typ ist jedes Mal, wenn er da ist, der sagt so, ja, I came. Und ich so, ew. Will aber keinen Partner. Komm alleine klar. Sieht permanent verschlossen aus. Es könnte daran liegen, dass es ein Gefängnis ist. Du kannst auch gehen, wo du gekämpft hast, nach oben gehen. Nee, da war doch das Tor. Ja, hier war das. Captain Lightsworn und Mrs. Ich spiele mit gebannten Karten. Yosei! Ach, guck mal. Oh, scheiße, mal der Rose. Ich habe zwar noch nicht eine Synchro-Karte in meinem Leben mal gezogen, aber oh, here's a shit, right? Gott, wie siehst du denn aus? Hat er durch, was? Da solltest du jetzt durchkommen, echt? Doch, nicht, ne, Hörgen-Dörgen. Mögen-Hagen-Das. Oh Mann, 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 oh Mann. Testing, testing, 1, 2, 3, genau. Oh, ich liebe das. Tatsache. Er hat sich gedacht, Mann, bist du scheiße, du darfst durch. Komm, weißt du was? Meine Rose. Lutz rockt. Oh Gott, das ist ein Call of Duty Kind. Das ist ein fucking Call of Duty Kind. Lutz rockt. More like Lutz cockt. Ich habe die schlechteste Hand, die ich haben kann. Oh, Alter. Sein Name Lutz Destroyer 96. Oh, fucking Lutz rockt. Oh. Wahrscheinlich muss ich mir gleich über fucking Skype anhören, wie oft er meine Mutter gefickt hat oder sowas. Ach shit. Oh, so sagt zu mir, Rape and Sue. Hey Ryder, danke für die Bits. Ach, fuck it. Lutz rockt.
Es ist ein Call of Duty Kind, wo ne, die ganze Zeit nichts Besseres hat als deine Mutter und all so ein Scheiß. Nein, und nicht die Karte. Bist du wahnsinnig? Hier, schmeiß den Opa in die Grube. Ich hab doch nicht 4k Lebenspunkte her dafür, so bescheuert oder was? Oh Gott. Lutz of the Nuts. So, komm, machen wir mal an hier. Oh. Sorry für das ganze Husten, also ich bin da so nicht ganz los. Und gerade wenn ich so... Das ist besonders, wenn ich lache. Wenn ich lachen muss, ist das schlimm. Wow, der will echt Face... Der hat Schrumpfen. Das ist so das Dümmste, was ich tun kann, ne? Ja, das ist das Dümmste, was ich tun kann. Wenn ich jetzt kein Monster ziehe, dann muss ich mir weiter anhören, wie Lutz meine Mutter fickt. Also von daher, das ist nicht gut. Oder er sagt mir die ganze Zeit, was ich für ein Noob bin und sowas. Ich möchte jetzt mal 50 Gramm Salami allein schon. Ah, da geht doch. Jetzt kommen wir doch mal in Fahrt. Oh, das brennt. Oh, Kumpel, das wird jetzt brennen. Feuerball. So. Burn. Ja, jetzt bist du nicht mehr so mutig, Lutz, ne? Fucking meet me in real life. Boah, ich kann mir diese Videos, by the way, nicht geben. So diese Videos, wo sich Leute über Kinder in Call of Duty lustig machen. Ich frage mich, wie halten diese Leute das aus, solche Videos zu produzieren? Ich würde das blanke Kotzen kriegen. Wow, er hat sogar eine... Der Schoschkock hat sogar eine besondere Animation. Richtig besonders. That's a big cock. Oh. Oh. Oh, warte, was? Ein Spieler kann Monster... Wenn diese Karte aufgedeckt wird, zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld, die jetzt spezial... Oh, 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 oh. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Die nimmst du mir jetzt nicht weg. Nee, 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 nee. Den habe ich mühevoll beschworen. Den nimmst du mir jetzt nicht weg. Und das Kind an. Alter, schwör, Alter, ich habe 30 Freundinnen, Alter. Ich kann solche Leute nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, wie sich jemand sowas geben kann. Online Kinder in Call of Duty zu suchen und sich denn diesen geistigen Dünnpfiff von diesen Kindern anzuhören. This is beyond me. So, Lutz, get fucked. One we won me. No scope. Was macht der Grand Molder? Fuck you. Was anderes. Viel lernen können. Was machen wir denn das hier? Ja, gib mir irgendwas. Nee, es ist Müll. Ah, geil, es ist Müll. Pick dich, Lutz. Lutz, du bist scheiße. An diesen Teil kann ich mich gar nicht erinnern, dass es hier noch eine Stadt gab.
Oh boy. Achso, ja. Achso, ich darf einfach durch. Na dann, wenn das so ist. Warum hat er einen Penis als Haarfrisur? Ja, sorry, ich habe keine Freunde, also... So, yeah. And I don't really care, also... Ich weiß nicht, warum ich an einem Tag-Team-Duell teilnehmen sollte, was mich nicht wirklich interessiert. Ich meine, wenn ich mir jetzt CPUs angucken will, die fucking Yu-Gi-Oh! Spielen, dann gehe ich in DevPro halt, ne? In DevPro online und guck bei irgendwelchen Randos zu, wie sie sich fucking... Was ist aktuell Meta? Irgendwelche Meta-Decks um Sack bolzen. Was hat denn jetzt hier? So. That's the way home. Der Walkcycle, das werden wir auch nie los. Der Walkcycle ist immer noch merkwürdig. So, aber auf jeden Fall haben wir heute Lutz geklatscht. Also, das hat er sich auch verdient. Seien wir mal ehrlich, Lutz, weißt du, Lutz hat immer so ein großes Maul, aber weißt du, sobald du ankommst bei ihm, ist Ende. So, abgesperrt, komm nicht zu nah. Sonst was? Was sonst? Komm ihm nicht zu nah. Mein Bike ist auch flugfähig. Might I tell you? Okay, offenbar muss ich mit Captain Penis Frisur reden. Also sonst andere Optionen habe ich ja nie wirklich. Lutz rockt, Alter. Bist du ein Lutz-Fanboy oder was? Okay, sorry. Aaron Silver. Immer dieser Lutz-Fanboy. Oh, du hast keinen Partner. Kannst du nicht teilnehmen. Egal, wenn du bist, komm wieder, wenn du einen Partner gefunden hast. Ich habe aber keine Freunde. Go fuck yourself. Und ich will auch keinen Partner. Kann ich alleine teilnehmen? Wo ist denn da jemand? Weil soll ich wirklich Yusei suchen? Ich meine, ne? Sky Striker, stimmt, ja. Okay, suchen wir Yusei. Wo ist sie braucht? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, zweimal mich würde die Welt sowieso nicht aushalten, davon mal abgesehen. Yusei! Das ist gerade nicht die beste Idee, die ich habe. Jason! Das ist was anderes. Yusei wieder in den Knast marschiert. Hat aufgegeben. Da dachte ich gedacht, back into prison. Nee. Ich meine, ich könnte ja mal den Leuten Geld geben, die mir dann sagen, wo ich lang soll. Wahrscheinlich gibt es ja so eine Wahrsagungsscheiße. Mario! Okay, das ist was anderes. Jack, I came. Ein bisschen... Du machst nebenher mit deinem Hobby ein bisschen Geld. In dem Outfit ist das sehr... Ne? Das ist ein Partner von Antonia. Dein Pfad wird sich... Wow, du bist echt gut in deinem Hobby. Ja, bitte sag mir, wo ich ihn finde. Ich hab da keinen Bock, jetzt einen zu suchen. Ja, weißt du, kriegt Cash dafür. Weißt du, dafür, dass er mir etwas sagt, was ich schon weiß. Blöde Nuss. Also... Die war sondern größtenteils nur, wo du Story weitermachen musst. Ich weiß. Deswegen habe ich sie aufgesucht. Yusei.
Ich sollte das echt nicht machen. Geht echt hart auf die Stimme. Und ich merke einfach, wie meine Stimme nachlässt. Ihr beiden seid nicht Jose. Warte, was? Ich soll echt gegen so ein Dildo einfach... Oh, wow. Untergrundarena, wo ich in der Kiesel gespielt. Echt, ich muss mich gegen... Wow. Ich kriege also nicht mal wen Cooles, sondern ich kriege einfach nur einen von den fucking Jobber-Dildos hier. Figaro. Du bist immer noch, ist immer noch besser als der andere Typ. Er holt Lutz. Nee, Lutz nicht, nee. Oh, meine Stimme ist so am krepieren gerade. Ich kann das noch nicht wieder. Nee, mit Lutz spielen wir auf jeden Fall nicht. Lutz ist nur so. Die hat ein Pendel. Oh, nee. Ich muss auch gewinnen. Muss ich? But I don't want... Okay, warte, ich habe eine Idee. Können wir sogar easy machen hier. Riesentronödel. Oh, buhu. Buhu, you say. Guck mal hier. Das ist viel cooler, I guess. Oh yeah. Stimmt, warum habe ich Tronade benutzt, wenn ich... Oh ja. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass Feldzauber sich ja... Ja, stimmt, wird sie sowieso wieder. Aber ihr Zeug ist weg, also von daher. Ja, stimmt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Weh! Hast du gemacht, sorry. Okay, gut. Ich meine, natürlich hat sie auch das Ding hier. Jeder macht mal Fehler, nur bei mir wird man es mir immer ewig vorhalten und dann immer nur... Weh! Hast du gemacht! Weh! Okay, sorry. Immerhin zerballert sie ihr eigenes Feld lieber. Man wird zu Waluigi, basically. Man kommt nicht in Smash. Man sagt quasi, was hast du falsch gemacht? The end. Ich meine, das können wir so weitermachen. Sie zerschießt sich hier ihren eigenen Scheiß und... ich will sie nicht als Partnerin auf einmal. Wer so ein Deck fährt... Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht! Oh geil, zwei Sonnenständer. Oh, jetzt kommt mein Kumpel! Feuerball! Yeah, it was way. So, und jetzt hat sie verloren. Feuerball! Man kann Yusei tatsächlich als Partner haben. Also sie nämlich so oder so nicht. Die Frau ist... Nee, die ist dumm wie ein Haufen. Wie du aussiehst. Wenn wir ein Tag-Team ausmachen? Fuck you. Dann hau ab. Richtig get fucked. Nicht unbedingt so, wenn der richtig baut. Ja, wenn man es richtig baut. Horse, ich weiß nicht, dich will ich eigentlich auch nicht haben. Man muss Yusei 10 mal besiegen. Oh ja, geil. Ich habe bestimmt die nächste Woche auch nichts vor. Also von daher. Modernes Deck, wenn ich das schon wieder lese.
Er hat ein C-Deck. Echt jetzt? Was fahren Leute noch? Ja, aber zehnmal gegen User, nee, das tue ich mir nicht an. Angreifen. Cool, worthless. Na ja, stimmt, er hat sogar Synchro-Karten. Ich frag mich, wo die immer alle herkriegen. Kann ich nicht den Lightsworn-Typ haben? Natürlich. Ist dein Ernst? Hat ein Psycho-Deck. Psycho. Psycho. Hey, hol. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Psychos. Bei Psychos, ja. Um sich aus dem Arsch gezogen. Alles aus dem Arsch. Soll ich Mole einfach machen und dann sagen, so, ich renne jetzt einfach in das Vieh rein. Basically creating an endless loop because he's an idiot. Oder so. Oder? Oh, ja. Der Ragnar hilft gerne. Der Ragnar hilft gerne, da ist der Ragnar wieder da. Und danke für die Bits. Ich meine, er scheint wenigstens noch ein halbwegs Deck mit Hirn zu haben. Ja, Mensch, das machen wir jetzt also die ganze Zeit, ey. So viel zum Hirn. Oh, Mann. Oh, oh, Ballen. Boah, das wird jetzt witzig. Double Summon. Check this shit out. Boah, Baseball-Suchtkind. Sonnendrache. Was? So, nö. Nee, du opferst doch Zeug irgendwie. Friede und Leibold 500. Ja, ein Monster opfern für 500 Burn Damage. Geile Idee. Also, mein Horus-Deck funktioniert sogar ein bisschen. Ein Horus-Deck. Ich hätte nur an so ein fucking. Weißt du was? Kind. Get fucked. Was? That? Ja, sein Deck möchte ich. Den möchte ich. Der zieht sich gerade alles aus dem Po. Den möchte ich. Natürlich hat er das gerade gehabt. 500 Burn. Weißt du, was kriege ich dafür? Mein Monster wird zerstört. Ja, get fucked, Punk. Boah, hier. Weißt du, dein Synchro-Monster ist echt toll. Es wäre doch echt eine Schande, wenn es sich ins Knie ficken könnte. Oh. Ist aber schade. Hm. Komm, Synchro nochmal, nur damit ich wieder Maul raushauen kann, um das Ding wieder wegzujagen. Oder der geht komplett ham, das geht auch. Ja, wow, der geht komplett ham. Was? Brionak? Er hat fucking Brionak? Und geht mit Brionak denn in das Ding?
What is your problem? Just fucking discard Brionek, because why not? Ja Mensch, also wow. Just discard Brionek, because why not? Oh wow, du bist echt. Du bist eine salty Seegurke. Seegurke! Ist Brionek nicht sogar stärker? Nicht, aber. Aber es ist auf jeden Fall besser, als was du da hast, wegen 100 Angriffspunkten, ne? Wegen 100 Attack Points? Boah, pass auf, und jetzt kriegst du gleich den sicken Burn. Boah, Alter, bist du mal fertig jetzt? Ja, schlimmer als ein FA-Spieler, Digga. Tja, das ist ein Keim. Sieht so aus, als müsste das im Keim ersticken. Burn. Akku, ich verliere trotzdem. War das schon immer so, dass die im Angriffsmodus gespielt werden? I don't recall this. Ah, ja. Das versuchen wir gleich nochmal. Du hast wenigstens ein halbwegs funktionierendes Deck. Ich meine, du bist ein absoluter Schwachkopf, weil du Brionek weggeschossen hast, aber ich meine. Ich meine, kann ich dich nicht kaufen einfach? Mit welchem Geld? Mit dem Geld, wo ich mir gestern ercheatet habe. Das ist nicht echt. Das weiß er noch nicht. Der Typ heißt Kors und sieht aus wie eine fucking Banane. Also ich bitte dich. Könnte funktionieren. Nicht wahr? Ansonsten bedrohen mit einem Affen. Das geht auch. Lore? Wer geht denn bei Yu-Gi-Oh! Nach Lore? Leute boxen sich mit Karten. Echt mal. Das ist Lore. Ich wollte gerade sagen, war Riesenkeim nicht ursprünglich immer Verteidigungsmodus? Oder man konnte aussuchen? Ich meine, das war immer so. Weil ich wusste, weil ich erinnere mich dran, dass ich immer wusste, dass da ein Riesenkeim ist, wo ich angreife. Aber ich wusste mal, ich konnte da nichts gegen machen. Soll ich 4000 Lebenspunkte opfern dafür? Ich darf da ich eine Karte ziehen. Na gut. Gib mir eine Karte. Den Schnitter. That's nice. Wie machen wir das jetzt am besten? Du gibst auf? Ja. Come on. Herz der Karten, sei kein Arschloch. Wow. Herzloser Bastard. Okay, wow. Okay, wow. Ja, richtig. Was hast du bekommen? Mein Horus Level 6. Nö, das nimmst du mir jetzt nicht weg. Opa sagt nein.
Opa sagt ganz deutlich nein. What the fuck? Opa sagt hier klar und deutlich nein. Ich sage nein, Mist. Das nimmt er mir nicht weg. Weißt, doch. Weißt du, ich Top-Deck-Horus und was? Und dann sagt er so, reiß mir Tribut. Und ich sag so, nein. Level up! Jetzt kann er schon mal keine Zauberkarten mehr einsetzen. Opa sagt, be gone, Thought. Ist richtig so. Oh, nee. Nicht mein Baseballkind. Du willst, du gehst echt die Distance, nur um ein kleines Kind mit einer Keule loszuwerden. Wow. That's deep. Nee, Junge. Nee. Nicht in meiner Welt. Steht echt so im Effekt? Warte mal. Wo war denn das, wo ich das immer gelesen hatte? Oder wo ich das immer hatte? Hier. Auf dem Friedhof gelegt, wir füllen gerne von meiner Chance aus. Außerdem kannst du bis zu zwei Riesenkeime als Besonder von einem Deckel an. Oh, Tatsache. Okay, dann fuck me sideways. Dann habe ich das so anders in Erinnerung gehabt. So, mal gucken, hat er wieder seine Handtrap, wo ich mir sag so, fuck you. Nee, tatsächlich nicht. Eat the burn. Be gone, Thought. Wirklich? Kumpel, du musst echt meine Karten hassen, kann das? You really go the distance. Ich respektiere deine Mühen. Und spucke dir trotzdem ins Gesicht. Oh, by the way, ich habe voll die perfekte Idee für ein Thumbnail. Für den Part hier. Erinnert ihr euch an die Szene, wo Kaiba gezwungen wurde, Geld zu machen von seinem Vater? Und dann einfach eine Firma aufgekauft hat und die für teuer irgendwie wiederhaben wollte oder sowas? Und dann gibt es ja diesen einen Screenshot, wo einfach da, wo Kaiba steht und einfach Geld auf ihn herabregnet. Das wäre, glaube ich, ein perfektes Thumbnail. Bitte tu mir nichts. Können wir ein Tag Team sein? Ja, du bist zwar an sich ein. Ah, sehr schön, er ist in mir. Das ist, ja, geil. That's great. Mein Edgelord-Deck habe ich noch nicht probiert, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn ich das Deck auspacke, dann spielen immer gewisse Themes ab und ich weiß nicht, ob das allzu gesund für uns ist. Neues Booster? Schade. Hätte er sein können. Außerdem, ich mag das Horus-Deck. Das ist irgendwie cool. Muss man aber noch ein bisschen tweaken. Also da gibt es bestimmt noch ein paar Karten, wo man gut reinpacken kann. Unter anderem Königlicher Erlass wäre nice. Ich habe selber, wenn ich selber weniger Karten rocke, aber ihm das denn verbiete, dann kann ich ihm Zauber und Fallen verbieten. Ja, es ist einfach Opa sagt nein. Ich sage nein. Oh, by the way, hol. Hm. Mein Gärtner ist jetzt schon Level 50. Süß. Ein ganz großer Junge. Hm. Geh doch schon gleich los. Bist du bereit? Ja, gut. Hat der gerade gedabbt? Wahrscheinlich, ja. Hat der Typ mit seiner Penisfrisur gerade gedabbt?
guckt, wie er aussieht, ey. Mit dem C-Deck, ja. So. Ne. Das sind die beiden! Oh, scheiße. Das ist die eine, die mit illegalen Karten spielt und der andere mit dem Lightsworn-Deck. Scheiße. Das könnte dauern. Habe ich gerade erst am Decknamen erkannt. Das könnte dauern jetzt. Was hast du erwartet? Die gehören zur Hauptcrew. Hauptcrew? Die sind storyrelevant. Die tauchen öfters auf, vermute ich. Das sind Jobber! Diese Gesichter habe ich schon dreimal gesehen mittlerweile. Jetzt müsste ich den Stream anmachen. Ich war jetzt der Meinung, dass sie zwei Belger an der Backe. Nein, nein, das sind ganz normale Jobber. Ah, okay, dann habe ich jetzt gerade die Decknamen durcheinander gebracht. Ich habe die Decks jetzt hier vom, beim letzten Mal mit den zwei Gören assoziiert. Mit Leo und Luna? Hm. Die beiden Kants, die können mir sowieso gestohlen bleiben, ey. Er geht mir nonstop auf den Piss mit seinem Scheiß. Oh, er ist so toll, er ist so witzig. Ich denke mir so, Alter, er häng dich, Junge. Und sie ist so belanglos irgendwo, dass ich mir denke so, ja, yep, you don't need to exist anyway. Mal gucken. Immerhin spielen sie nicht mit Koala-Bären. Das ist Chamley, hat immerhin noch Persönlichkeit, also. Ja, er ist ein Idiot. Auch. Das ist ein Erdding, ne? Ja. Ich bin einfach nur von deinem Friedhof. Da kann ich ja nicht. Doch, kann ich. Friedhof. Was ist ein Fingerball? Warte mal, was? Von der Explosion. Es wird als Empfängermonster behandelt. Wenn diese Karte das Spielfeld entfernt wird, zerstöre das Monster. Monster vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre diese Karte. Das ist also Ruf der Gejagten für Psi-Monster. This brings me an idea. Ich setz mal von unserem Schwachkopf die... Oder gut, ich proc einfach damit das. Das geht auch. Darf ich hier mal eine Karte ziehen? Double Summon. Sekunde mal, Double Summon, ne? Darf ich denn technisch gesehen jetzt ein Monster beschwören und denn Horus Tribut beschwören? Darf ich das? Weiß das gerade einer zufällig? Weil sonst setze ich Double Summon ein einfach, um das Field-Ding. Sollte gehen. Ich meine, das ist eine Tribute Summon. Okay, ich lese ja. Also gut, dann machen wir das auch. Gut, Double Summon. Wir nehmen mal Schieferdrache. Fucking Vanilla. Wir machen es nicht. Gut, dafür sind wir seine gesamte Background los, indem wir einfach in alles reingelaufen sind. Gut, fein. Fuck you, then. Das war ein Lightsworn-Typ. Das kann also nichts... Ja, ich wollte gerade sagen, es kann nichts Schweres sein. Er hat sich geirrt. Ey. Also ich habe jetzt mal konstant wirklich meinen Zug dafür benutzt, die gesamte Backroad zu entfernen. Ich wollte doch nur meinen Horus. Ich wollte doch nur meinen Horus haben. Rettungskatze. Ja, die Katze kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Nimm alles zurück. Ja, ich nehme alles zurück. Ja, Brionak. Ach, guck mal, du auch. Habt ihr alle Brionak? Ist das so gängig bei euch? Wow, trasht die jetzt echt ihre gesamte Hand deswegen?
Na gut, immerhin kann ich in der nächsten Runde den Kram einmal klären. So, komm Junge, mach was Effektives. Hast du das Ding jetzt gerade im Angriffsmodus beschworen? Ohne jeglichen Sinn. Warum hast du das Ding im Angriffsmodus beschworen? Du wertlose Bazille! Gott, das muss man selber machen. Boah, hab ich jetzt seine Spiegelkraft auf der Hand? Ja, geil! Achso, nee, war eine kalte Welle, ne? Bis zum nächsten Spiel, so kannst du deinen Gegner keine Zauberfallkarte. Ach ja, ist doch wunderbar. Weißt du was? Hab ich jetzt. Ich hab. Das ist doch seine Spiegelkraft, oder? Ich glaube, das ist seine Spiegelkraft. Und ich kann jetzt nichts damit machen, weil, ja. Ich hab Breonak entfernt. Das ist immer noch besser, als was der Loser gerade gemacht hat. Fucking lässt er sein Viehmonster einfach raus, nach dem Motto. Hier, werd überfahren. Wieso wollte ich dich nochmal? Ja, meine Optionen waren limitiert. Deswegen. Entweder du oder die andere blöde Nuss. Ein Experte ist jemand, der im Nachhinein immer genau sagen kann, warum seine Prognose nicht eingetroffen ist. Ja. Meine ist nicht eingetroffen, weil mein Partner ein absoluter Vollidiot ist. Natürlich blitze ich! Ich habe 6 Karten auf der Hand. Natürlich Horus. Das Spiel ist doch nicht. Das ist random, ja. Das ist random. Das kann passieren. Oh wow, er weiß, was Verteidigungsmodus ist. Das ist wow. Es ist, als würde ich fühle mich direkt wieder wie in Overwatch. Es ist 3 gegen mich. Ja, aber in Overwatch kannst du Leuten Space Aids verpassen. Ja. Dem Kerl würde ich jetzt am liebsten ja auch Aids verpassen. Beiden. Ach wunderbar, dein Vieh frisst jetzt auch noch. Das ist ja wunderbar. Weißt du was? 2-2, perfekt. Bitte lass da jetzt keine Backdoor sein, die mich nervt. Bodenlose Fallgrube, but of course. Fucking bottomless, ey. Das Spiel ist so dumm. Exodias Bein Beatdown. Oh, scheiße. Dein Fuß. Ja, ist natürlich! Background-Entfernung! Mhm, du mich auch! Da gebe ich ihm die Schuld. Lester, bitte! Katzerator, vielen Dank für den Sub, mein Dude. Also. Oh, Mann. Ja, nee, das sehe ich nicht als meine Schuld ein. Alter. Wie kann man so inkompetent sein? Wieso habe ich denn so ein fucking... Ey. Das ist zu blöd, sich ein Brötchen zu schmieren, ey. Kann ich nochmal tauschen? Kann ich irgendwie einen Kanister irgendwie als Tag-Team-Partner haben oder sowas? So ein Glücksspiel mit dem Partner, das sollte eigentlich nicht sein, wenn er eigentlich dieselbe KI hat wie die anderen. Aber sich auf einmal denkt so, nee, ich schieß mir mal ins Knie. Oh yeah, aber wie gesagt, du kannst mir den Partner... Nicht den Partner wechseln, ja, ich will auch den Partner... Ich will eigentlich den Partner wechseln, mein Partner ist ein Idiot.
Ja, jetzt muss ich mein Horus nur noch Leutner die Hand schmeißen und dann lassen die ihre Waffen fallen und sowas. Horus in der Hand. Ja, warum? Ey, warum habe ich dich ausgesucht? Ich hätte einen Gullideckel neben mich stellen können. Es wäre effektiver gewesen. Ja, die Els-Unterwäldlerfrau, die Frau, die ist ja mehr damit beschäftigt, ihr eigenes Deck zu zerstören. Naja, dann sind wir schon mal beschäftigt und pfuscht da nicht rein. So, ich fahre jetzt am besten mal gar nicht so weit. Weil nachher entfernen die mir das sowieso wieder. Deswegen warten wir mal. Ach ja, stimmt ja. Wenn ich Kaiber bin, muss ich tatsächlich, wenn ich verliere, mir damit drohen, von der Klippe zu sprengen. Ganz vergessen. Aber du kannst nicht Kaiber sein. Wieso nicht? Du hast kein Geld. Doch, hab ich. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Okay. Zeig mir 100 Euro. Oh ja. Ich nehme wasses Geld für 20. Das ist Geld, dankeschön. Dann aber aus dem Studio spazieren. So, bye bye. Hat er gerade mein Geld mitgenommen? Nein. So. Ich habe jetzt mit meinem ersten Zug 1000 Burn Damage gemacht und ich habe jetzt schon mehr geleistet als mein Partner insgesamt überhaupt. Cool. Was ist mit dem Vieh jetzt gemacht? Um eine Stufe zu erhöhen. Geil, das heißt... Ja, danke, du hast mir mein Monster weggeballert. Ich danke dir später. So, mach einfach... Ja, danke. Ja, königlicher Last, sobald ich diese Karte hab. So. Sick of this bullshit. Ich fahre das jetzt mal ein bisschen anders. Weil... Ja, ich habe nämlich das Gefühl gehabt, das ist schon wieder eine Bottomless. Außerdem kriege ich jetzt so ein bisschen mehr Damage rein. Oder auch nicht! Weißt du was? Hier, zieh eine Karte. Hang yourself. Das scheint ja gut zu laufen. Ja, wenn man solche Partner hat, ne? Bei solchen Partnern brauchst du keine Feinde. Du hast Feinde? Ja. Ich dachte, du spielst Karten. Auch. Beziehungsweise probierst es. I try. So hard. But in the end... Genau. Und ich sag dir, Junge, opferst du jetzt meinen Horus? Ich sag dir, du wirst es bitter bereuen. Opferst du meinen Horus? Ich häute dich. Für deinen ollen Synchromüll. Okay, mit dem Maskierten habe ich kein Problem, den brauche ich eh nicht. Ah, ja, guck mal, Brionerk. Da ist er ja wieder. Auf einem Vulkan. Ich werde nicht sagen, aber ich glaube, das Ding könnte schmelzen. Ach, guck mal, noch eine Bottomless. Und tschüss, Brionerk. Knack. Immerhin lebt Horus noch. Oh, junge Hühnchensaison. Auch wenn im Tag-Duell das einfach nur ewig lang dauert, bis ein so ein Fima tatsächlich sich entwickelt. Das ist schrecklich.
Das ist jetzt nicht gut. Jetzt hat der meine Jetzt hat der meine Zauberkarte. Das heißt, bis die raus ist. Alter. Ja, super. Hä, warum ist denn jetzt mein Chicken McNugget nicht digitiert? Ach, fuck it, ich mach's selber. Shadow digitiert. Alles muss man selber machen. Burn. Boom. Yes. Oh, alles muss man selber machen. Schlimm. Meine Güte. Man könnte beinahe meinen, du spielst ein Spiel, das Interaktion benötigt. Mhm. Okay, Monster gekratzt, war das so? Oh, wow, immerhin spielt er mein Vulkan wieder. Immerhin so nett ist er. Yay! Vulkantag! Es ist Vulkantag! Wo bleibt der Horus-Jet? Richtig! Krieg ich einen Horus-Jet? Keiner kriegt einen weißen Drachenjet. Krieg ich jetzt einen Horus-Jet? Einen dreiköpfigen Horus-Drachen? Also ich könnte mir vorstellen, dass du einen fliegenden Zogen bekommst. Fliegende Graswiese. Ja, so ein Stück Kunstrasen. Ein Horus-Theme-Park. Oh ja, also die Ideen gefallen mir gerade, wo die hinlaufen. Süchtiges Baseballkind. Oh nee, nicht schon wieder dieser scheiß Hund. Nicht Licht-Dogo. Dok, dok. Barf. Moon, moon. Der darf alles zerstören? Was? Wow, was ein Bullshit. Ja, und jetzt komme ich nicht mehr an dem vorbei. Ey, was ist das denn für ein fucking Bullshit? Ja, kann ich nichts machen. Wow. Fucking Töle. Kalte Welle ist richtig. Finsterer bewaffneter Drache, ja. Die Karte hast du. Mhm. Tu mich auch. Dragon with a gun, Dragon with a gun. Das ist doch Bullshit. Ja, meine Güte, wie oft willst du das jetzt noch machen? Meine Güte! Wie lange braucht man für einen Effekt? Meine Güte! Wir haben noch 900 und wir sind jetzt dabei, das zu verlieren. Komm, mach irgendwie 900 Burn oder sowas. Was weiß ich denn? Armleuchter, ey. Wertloses Stück Abfall, ey. Du fucking Trashlord. Wie kann ein Mensch so wertlos sein? Er wurde von Konami programmiert. Alter.
Déjà-vu. Ja, es ist entweder das oder Mr. Mrs. Ich zerstöre mein eigenes Deck. Also von daher. Also die Frau habe ich besiegt, indem ich hier nicht mal aufgepasst habe. Aber ja, natürlich, es ist ein Flip-Monster, wo ein Monster zerstört und auch noch dem Archetype gut tut. Natürlich, ist überhaupt nicht busted oder so. Alter Verwalter. Lichtverpflichtete Hurensöhne. Aber Licht blendet so. Ja, weißt du, was auch blendet? Ein fucking Flashbang. Ist auch Licht. So, Peniskopf, sabbel mich nicht zu, mach einfach. Ich baue mir sonst zum nächsten Mal ein absolutes Beatdown-Deck und dann ist hier richtig schlimm. Madolche. Kann ich nicht, gibt es nicht. Willst du nicht? Will ich nicht, genau. Guter Junge, behalte deine Wörter. Werd nicht wie Andy. Hi, Andy. Es stimmt, selbst Nemphis hat Support gekriegt, also warum Horus nicht? Es ist fucking Töle. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow, das ist mal. Wow. That is some top deck quality. Oh, buddy, you will get fucked. Instant Horus. Alter, instant Level 8. Das heißt, er kann jetzt wieder für eine Runde da bleiben. Wow. Der Horus war im GX-Anime vertreten, aber es war von so einem fucking Jobber-Kitty. War nicht mal ein richtiges Duell. Ich glaube, die Hälfte davon wurde nicht mal gezeigt. Ich glaube, Jane hat es so halbherzig irgendwie über den Haufen gefahren. Und sich danach gefragt, was zum Teufel habe ich da eigentlich gerade gemacht? Ja. Also wie immer bei ihm. Wieso beschwör... Junge, was machst du? So machst du nichts außer nur angreifen. Junge, Verteidigungsmonster. Sag mal, was soll das denn jetzt hier? Chaos Entenmeister, was ist das denn? Ja, eben, selbst der Armored Dragon hat hier Support gekriegt. Das war um Horus nicht. Das finde ich echt schade. Aua. Ich habe Angst, was zu beschwören, wenn ich ganz ehrlich, wegen der Backrow. Ganz ehrlich, das ist. Ja, es ist entweder Spiegelkraft, also kann ich da eh nichts gegen tun. Aber wenn ich mit Horus in Verteidigung gehe, kann ich das Ding auch gleich aufspießen. Ja, also ich kann da nichts machen, wirklich. No risk, no fun? Ja, ich muss. Also. Als ob ich eine Wahl hab. Du kannst du nicht angreifen. Ach so. Okay, es ist nicht mal was. Warum darfst du nicht angreifen? Hä? Warum darf ich jetzt nicht angreifen mit ihm hier? Wow, dein fucking... Deine eigene... Das ist der Beweis gerade. Er arbeitet gegen mich.
Dieser Kantlord arbeitet gegen mich. Plötzlich hat Blood Twist am Ende. Er reißt sich die Maske runter und brüllt: It's not me, Dio. Es ist in der Zwischenzeit, frisst das Ding weiter unsere Lebenspunkte. Und ich schwöre dir, Junge, wenn du reißender Tribut aktivierst, solange Horus da ist, ne? I will fucking skin you alive. Hä, was? Reißender Tribut? Okay. Hast du gerade schon wieder mein Monster geopfert für deinen Blödsinn? Gedankenbeherrschender Unterwäldler, ja. Guck mal, mega tolles Synchromonster ist trotzdem nicht cool genug wie meins. Und sieht aus wie ein Pilz. Also was für Auroren. Ja, höchstwahrscheinlich. Doch fahr einfach in die Tomate rein. So merkwürdig das auch klingt. Fahr einfach in die Tomate. Wenn du am Steuer sitzt, ist das noch das Normalste, was man hört. Ich würde, Junge, setzt du reißender Tribut ein, während mein Monster da draußen ist, ne? Tribut. I will fucking skin you. Das könnte jetzt wieder fucking Dogo sein. Problem ist, gegen Flip kann ich so oder so nichts machen. Ergo, selbst wenn ich da jetzt nachgucken gehe hiermit. Wie viele Dogos hat er? Keine Ahnung, aber auf einmal hat er die. Als er das erste Mal gegen ihn gekämpft hat, hat er die nicht. Ah. Also, Insta-Trademark-Monster. Also wie gesagt, so oder so kann ich ja nichts dagegen machen. Wenn es ein Dogo ist, allerspätestens in der nächsten Runde wird er das Ding flippen und dann mein Vieh trotzdem zerstören. So, might as well. Da gehe ich dieses Risiko lieber ein und versuche wenigstens noch Schaden zu machen. Das ist so meine Mentalität daran. Die haben jetzt noch 1200. Wir haben Lichtschwerter auf dem Feld. Sie können keine Zauberkarten benutzen wegen Horus. Komm, also... Das muss doch jetzt im Sack sein. Lichtschwerter in einem Tag-Duell ist auch immer irgendwie richtiger Spaß. Sobald du wieder dran bist, habe ich das Gefühl, das ist schon wieder um. Also es ist eigentlich schon wieder um, weil die Züge ja anders zählen. Kannst du mal aufhören, meine Monster zu opfern? Nö. Für ein Flammenwell? Fucking Flammenwell? Dogo. There's Dogo. Okay, es hat sich erledigt. Dogo ain't doing shit. Okay, gut. Dogo don't do shit in Dungeon Dogen Dog. Dogo no. I totally won that duel. Don't know. Ich bin der Sieger. Er hat damit nicht so viel zu tun. Der Typ hat meistens immer nur meine Option ausgenutzt. Was bist du hier? Du schon wieder. Nicht anders erwartet. Ach so. Hätte ich nicht einen von euch beiden nehmen können? Warum krieg ich die Flachpfeife? Warum krieg ich den Typen, dessen Haare... Fuck it. Ist ein neues Booster frei? Bitte, bitte. Ja! Und. Time is money! Okay, los geht's. Ich meine, das ist jetzt normalerweise die Stelle, wo ich nach eurem D fragen würde, aber... machen wir es trotzdem. Doko. Mein letzten Endes... Ich habe Kaiba-Status, also... Hast du ein selbstwehendes Cape? Nein, ich habe aber eine Jacke. Hast du einen super Fahrstuhl für den Weltraum? Nee, ich habe einen... Motorrad. Hast du einen Peniskopf-Jet? Nein.
Hast du jemanden, der dich mit Obst bewirft? What? Also nein. Okay, gut. Ich kaufe alle. Ich kaufe dein Schloss, Olli. Was? Kannst du doch gar nicht. Doch. Geil, der ja Neos-Support. Yay. Oh, Gottes Willen. Gladiator-Beast. Waren die damals nicht total broken? Gladiatoren? Gladiator-Beast. Oh, Dark Nemphis. Dark Nemphis ist nice. Drei oder mehr Finster. Ja, Dark Nemphis ist nice. Ist im Grunde wie Nemphis, but with sharks. Ich will aber nicht nach Memphis, da liegen tote Musiker. Obsidian-Drache. Ja, das mache ich jetzt hier noch und dann machen wir Feierabend für heute danach. Aber meine Stimme krepiert langsam und ich kriege Hunger. Oh. Cyber-Odo-Bodus! Nice, wieder was für ein Cyber-Drachen-Deck. So ein Traum wird langsam Realität. Ich muss mal gucken, vielleicht baue ich zum nächsten Stream mal ein paar Decks noch. Ouroboros. Bulle, bulle, bulle. Bulle, 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 bulle. Ja, Horus hier. Dunkler bewaffneter Drache. Geil. Indem du genau drei Finster... Weißt du, die hatte eben gerade genau drei. Das muss so sein, weil du brauchst genau drei. Es ist so. Oh geil, noch ein Destiny Hero. Schicksalsheld Dunker. Ich weiß, es heißt Dunker, aber Dunker ist cooler. Da, um Friedhof legen und geht dafür. Wow, es ist echt mehr. Es ist nicht 500 Burn Damage. Na gut, Graveyard Setup und 500 Burn, aber trotzdem. Vicious Claw, nice. Oh, yes. Oh ja, stimmt, warte mal. Ich glaube, das Ding war nice. Im Gegner seinen Schaden zu beschwöre danach ein böses Spielmagetyp, wenn ich über 7 mit Spezial auf deine diese Karte. Okay, die ist doch nicht so cool, glaube ich. I don't know. I don't know. Ist das wieder. Achso, ich dachte, es ist wieder Elementar-Held-Support, ohne dass ich Elementar-Helden habe. Ist echt so, ich habe noch keine richtigen Elementar-Helden. Ich habe Spark-Blaster, aber ich habe, glaube ich, keinen Spark-Man. Ich habe alles Mögliche an Support dafür, aber ich habe keinen wirklichen Elementar-Helden. Ich habe Neos. Und Neos ist ein Arschloch. Oh, ein bisschen gucken wir uns die nochmal so an. Dark Rainbow Dragon. Wie war der nochmal? Ja, beschwören, außer indem du 7 Finsternis-Monster mit verschiedenen Namen und einem friedlichen Spiel entfernst. Für jede feine Karte. Das Ding ist ein ziemlicher Klopstock. But I like it. Aha. Ist das Supervision? Superpolymerisation, tatsächlich. Wirf eine Karte ab, extra Deck. Cool. Hagendas. Snuffledorp. Snöfgen Hagendas. Schniefelheim. Niffelheim, genau. Ach man, Obsidian-Drache. Das ist schon. Ist an sich eine coole Karte. Ich mag sie. Gebacken, gebraten, in Weinsoße. Das auch. Machen wir nicht noch mehr Hunger. Ihr habt schon Hunger, also fuck you. Er hungert für euch. Und er quackt für sie. Und er quackt. Kanonensoldat MK2. Wieso habe ich von dieser Karte noch nie gehört? Und warum ist sie so unglaublich scheiße? Wahrscheinlich hast du das halt noch nie von ihr gehört. Das ist... Zum einen, es ist ein Tributmonster. Wie der normale Kanonensoldat. Es hat also die Eier, Tribut zu verlangen. Hat gerade mal 1900 ATK, 1200 Def.
und du kannst zwei Monster als Tribut anbieten, um meinem Gegner 1500 Burn zu verpassen. Das klingt auch toll. Das ist Trash. Wenn du spielst, ist es toll. Du willst immer noch, dass ich dir ein fucking Bubble Man Deck baue, kann das? Nein, ich will, dass du Bubble es für fucking Bubble Man Beatdown. Is this your point? Ich will einfach nur, dass du dich zum Idioten machst. Dark Horus, oh. So edgy. Muss man den Tribut beschwören? Das ist voll schlecht. Das ist schlecht, ist das. Mag es nicht. Mag es nicht. So schlimm. Ich habe auch so sehen jetzt alle aufgemacht. Ups. Schicksalsheld Departed. Oh, wir kriegen immer noch Schicksalshelden. Das ist cool. Wenn das immer fällt, falls diese Karte am Friedhof ist, beschwör sie. Bist du immer von einer Präsentation. Okay, nice. Funky. Nochmal danken. Regenbogenfaden, nice. Schwarzer Dino. Ich kann mir echt ein krasses Dino-Deck bauen. Yeah, Jubel! Jubeln. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Was war Jubel nochmal genau? Scheiße, ich weiß. Ihr kann nicht durch Kampf zerstört werden. Du nimmst aus Kämpfen mit dieser Karte keinen Kampfschaden. Diese Karte auf einer Angriffsposition geht aber für deinen Gegner. Also man greift dieses Ding nicht an. Bitte ein Monster-Tributer, zerstöre diese Karte. Achso, man muss seine eigenen Viecher opfern, damit das Ding bleiben kann. Diese Karte zerstört wird außer dem reinen Effekt, kannst du über Terror-Inkarnation. Stimmt, ich habe Jubel selber nie gespielt, aber ich meine immer zu hören, dass Jubel absolut scheiße ist. Ich habe mal versucht, ein Deck mit der zu bauen. Da kannst du ja selber ins Knie bohren. Du kriegst selber nicht mal ansatzweise so viel raus, dass es irgendwo worth ist, oder? Also der Aufwand, den du mit der alten betreibst, scheiß der Hund drauf. Hier, Jubel, ultimativer Albtraum. Das ist doch das Bossmonster dann davon, oder? Irgendwie. Von Jubel. Ja, das ist das Bossmonster. Das ist die dritte Version davon. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Du nimmst aus Kämpfen, die sagen, keinen Kampfschaden, falls diese Karte haben. Dann haben wir so gekämpft, dafür dem Gegner Schaden höher der Angriff und zerstöre das Game-Monster und Damage Step. Ja, Mensch. Ist trotzdem nicht sicher gegen Zaubern fallen. Sorry. Finsterer Schöpfer. Ah ja, cool. Die ganzen finsteren Monster sind hier, aber es ist cool. Man kann nicht arbeiten. Zumal die, glaube ich, auch in mein Schicksalheldendeck passen würden, so ein bisschen. Because Darkness und so. Im Dinkelheit. Because, oh, scheiße. Kanonsoldat MK2, er ist wieder da. Jubel mit Feuerkönigin klingt solide. Was ist nochmal denn der Effekt von Feuerkönigin? Klär mich mal bitte kurz auf. Witzigerweise ist es der einzige Weg, sie zu spielen. Feuerkönigin? Oder ich habe keine Ahnung, was Feuerkönigin ist. Also gehört ja, wahrscheinlich auch schon mal benutzt. Ja, im Gedächtnis geblieben, Höllenheiten. Na, warum sollst du die Dinger immer weiterentwickeln? Das Einzige, was sie nachher kriegt, ist, dass sie Viecher zerstören kann. Feuerkönigin nuken ihr eigenes Board. Dann verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Wenn du... Hä? Also ist nicht Jubel dein Sinn, sondern Feuerkönigin. Richtig. Und Jubel überlebt, weil die ja nicht wegkommt. Was ist der Gedanke dahinter? Das kapiere ich jetzt aber nicht so ganz. Das muss man mir mal genauer erklären irgendwie. Oh, Regenbogen-Nios. Hey, yay. Okay. Haben wir denn noch? Blowing on. Dick blowing on. Diese Karte nur falls du 7 oder mehr Finsternismonster in einem Friedhof liegen. Also
drei Karten zu ziehen. Anfang vom Ende. Wow, du zerstörst einfach deinen halben Graveyard gefühlt, um drei Karten zu ziehen. I like it. Finsterer Ausbruch. Füge deiner Finsterer Monster mit mehr oder weniger die Karte im Friedhof hinzu. Wie viel liegt so in dieser Karte? Wie viel ist das Morgen? Irgendwas war doch hier mit. Irgendwie kommt man doch diese Gigapflanze mal voll easy beschwören. Das hat mich immer genervt. Blauer Döner. Ich glaube, zum nächsten Mal werde ich echt nochmal so ein paar Decks bauen. By the way. Ich möchte nochmal so hier. Ne? Ich suche nämlich eine Karte. Oh ja. Elementarheld Other Neos. Wunderschön übersetzt. Darkbright. Sparkman Necroshade. I don't have either. Und ich besitze fast alle Karten, also. Spiel, du musst es mir schon sagen, wenn du mich verarschen willst. Regenbogendrache, hier. Deswegen bin ich doch hier. Es ist doch viel interessanter. Nämlich, ich habe jetzt einen Regenbogendrachen, aber ich habe keine fucking Edelsteinmonster, um dieses Scheißding zu beschwören. So what is the fucking point? Ich verstehe dieses System hier nicht. War das echt so geplant, dass sie sich gesagt haben, komm, wir geben einfach, ne, wir machen das mal so, die Booster so unnötig wie möglich. Du hast Rainbow Dragon. Aber kein Karfunkel oder sowas. Also kein Rubin-Karfunkel oder irgendwelche Regenbogenmonster. Du hast fucking Neos-Support. Na doch, Neos hast du. Aber who wants to play fucking Neos? Du hast fucking Elementarhelden-Support, aber du kriegst keine Elementarhelden. Die kommen jetzt wie später. Was ist der Sinn? Ich verstehe es nicht. Das ist schon das zweite Mal, dass es passiert. Dass es mir auffällt. Sorry, aber das ist dann schon echt ein bisschen bescheiden designt, muss man jetzt mal sagen. Weil du ziehst ja im Grunde das halbe Spielgefühl tote Karten. By the way, was ist das jetzt hier schon wieder? Ich krieg 10-mal dasselbe Vanilla-Monster. Ich kann meine Teilmonster nur im Internet holen. Nintendo Wi-Fi Net. Was? Was? Das klingt ja mal richtig bescheuert. Vulkanischer Gegenschlag. Wow. Die erste vulkanische Karte. Für ein vulkanisches Deck. Und es ist absolut wertlos, weil, ne, wir haben nur diese eine Karte. Wie oft sollen wir dieses Gladiatorengeheuer kriegen? Alter, wie oft? Und immer an derselben Stelle. So, Leute, wir machen das jetzt mal zusammen. Das ist nämlich jetzt so mein Teil, dass ich einfach mal zeigen will, wie rigged dieses Spiel ist, ey. Weißt du, man sagt sich, so Karnevalsspiele sind rigged, aber sorry, das nimmt dem Ganzen echt den Kuchen weg. Machst du jetzt Polemie-Booster öffnen? Nee, wir zählen jetzt wirklich dieses Monster hier. Gladiator-Ungeheuer Anal. Wirklich, nimm das D weg und es ist Anal. Witzig. Ja, die übernehmen das einfach, aber da müssen sie wenigstens gucken, dass es vom Release her Sinn macht. Wir zählen nur die, wo an dieser Stelle sind hier. Also, das Ding zählt hier nicht. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Das ist mehr als 30... Nee, Quatsch, warte mal. Das ist mehr als 60% der Booster, die ich aufgemacht habe.
So 75% schon fast. Nee, warte. Ich bin schlecht in Prozentrechnung. Don't fuck me, aber... Aber das ist Bullshit. Also... Ach, 21. Warte, 50 habe ich aufgemacht. Nee, es ist unter 50%. Okay, gut. Fuck me sideways. Mathe ist jetzt gerade nicht so toll. Mathe finde ich nicht so toll. Also im Regeln brechen ist doch scheiße. Ja, im Regeln brechen bin ich scheiße. Ich meine... Sorry, ich benutze auch demnächst... Ring der Zerstörung und der Schaden geht nur auf meinen Gegner. Oh. 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 Ring der Zerstörung? Nie benutzt. Hat Kaiba immer gemacht. Der hat immer gesagt so, haha, guess what, fuckface. Ach Gott, der hat auch allen Nas lang mit Geld gewedelt. By the way, ich hole mir jetzt hier wirklich die letzten, die mir noch so an Rares fehlen. Nur mal zu gucken, wirklich, wie lange man braucht, um dann wirklich... Wow, es ist sogar ein Vieh, was ich gebrauchen könnte. Scheiß die Wandern. Oder auch nicht. Double Dude ist, glaube ich, scheiße. Das ist auch Double Dude, ne? Ja, Double Dude. Warte mal. Double Dude. Schwabbel Double Dub. Dub Dabadidu. Echt, mir hat hier in dem Booster nur Double Dude gefehlt. Ach, guck mal, wir haben Hamon. Das Feature, was nach Part 3 ignoriert wurde. Tief durchatmen. Show Jokes! Sonochino Sadame! Aber hey, jetzt machen sie Piss-Jokes. Hä? Von der einen Staffel, wo du mir das Intro gezeigt hast, habe ich mir heute mal so ein paar Clips angeguckt. Das ist ja schrecklich. Echt? Part 5 ist so schlimm? Ich sag nur Tee. Schweigsamer Schwertkämpfer Level 5. Wo ist der Vorgänger dazu? Ich meine, ich liebe den Schweigsamen Schwertkämpfer ja sowieso. Das ist eine super Karte. Ich liebe das Design und alles, aber... Why? Richtig, because. Das sehe ich jetzt nicht ein. You can. Schöner Drache. Raketenwerferspinne. Eine wertlose Vanillakarte, aber ich liebe das Design. Sollte ich irgendwann mal ein Video machen, wo ich einfach nur über Kartendesign rede? Wäre, glaube ich, eine witzige Idee. Ja, aber der Kartennachdruck von Anne Dubak, hau mich tot, schlag mich hier seitwärts. Oh, scheiße. Der ist toll. Königlicher Erlass. Jetzt ist Ende. Boah, scheiße. Ich hab immer noch nicht alle. Oh, königlicher Erlass. Oh, yes. Königliche Ananas. Das auch. Ah. Akkurenzerrüstung hat mir sowieso bislang noch nicht geholfen. Beziehungsweise war noch nicht einmal da. Gegenfeuer lasse ich jetzt trotzdem mal drin, aber ich packe jetzt trotzdem königliche Ananas rein. Ananas, Ananas, da 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 da. Das war nochmal kaiserlicher Befehl. Wenn dir sogar auf meinem Spielfeld liegt, auch in der Fälle von Zauberkarten. Wenn Spielfeld will, wenn das immer weiß. Ach so. Ach so, Zauberkarten ist zu heftig, aber fallen darf man ruhig. Okay, I see. Das ist Yu-Gi-Oh! Feuer. Kann man nicht per Code eingeben? Yes. Aber warte mal. Das kann man bestimmt. Aber dann ist die Frage, wie teuer sind die? Beziehungsweise gibt es hier dieses Codes, die Codes überhaupt? Gibt es eine Codemaschine? Ich glaube, es gibt hier gar keine Codemaschine. Oder? Nee, ich glaube, es gibt in dem Spiel hier gar keine Codemaschine. Dann ist die Frage, wo?
Ich habe die jetzt auch noch nicht gesehen. Geh mal ins Menü. Menü? Hm? Und Option vielleicht? Oder Extras? Rezeptanzeige, Kartenliste. Kartenliste ist ja... Ja, das ist das hier. Das ist mein Ordner, den mit mir rumschleppt. Option? Bericht, Rennbericht, festgelegter Text? Nee. Titelbildschirmmenü. Aha. Nee, warte mal, gucken wir mal. Das interessiert mich jetzt mal. Habe ich nie nachgedacht. So, Daten wurden gespeichert. Ich mache mal. Wir benutzen also Save States. Das könnte interessant werden. Und dann. Reset ROM. Yes. Ach, ins Menü. Maybe. Oh, nee. Glauben tun wir in der Kirche. Das glaubst auch nur du. So, fortfahren. Hier vielleicht im World Championship Modus. Uga. Es gibt auf jeden Fall hier ein Shop. Ja, hier gibt's ein Passwort-Feature. Ich kann mir tatsächlich jede Karte per Code holen. So, warte mal. Braucht er mal eine Karte? Sekunde. Brauch ich mal von irgendeinem Elementar ein. Nehmen wir mal Flammflügel, Mann. Warte mal. Ich suche mir mal kurz ein Elementarfeld. Weil ich mag Flammflügel, Mann. Das ist eine coole Karte. Flammflamm. Flammflamm. Panschflamm. Leichmann. So, warte mal. Ich gebe das mal kurz hier ein. So, mal gucken, wie teuer Karten hier sind. Wenn ihr auf der Kartenliste... Es ist Flammflügel, Mann. What? It's fucking Flaming Wing, ey. Shotgun Wing, man. 1, 2, 6, 2, ja. Moment. Tschüss, sogar Elementarheit, Flammflügel, Mann, was ist denn das? Ein Blödsinn. Pass mal auf, am Ende gibt's hier gar keine Elementarhelden. Gibt die gar nicht im Spiel. Oh. Suchen wir mal nach Avian. Oder nee, warte, bessere Idee. Wir suchen nach Fanservice, komm. First in the fuck. Warte mal, jetzt brauche ich nur mal ein Bild, wo ich das tatsächlich sehen kann. Meine Güte, ich will das Bild sehen. Grafik anzeigen. Kann doch kein Mensch lesen. Sekunde. Du kannst lesen? Das ist viel zu klein und unscharf, ey. Ja, das sollte schon eher funktionieren. Alles löschen. Wen habe ich jetzt. Wer kann ich hier die Karten hier lesen? Kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, hier, noch größer geht nicht. So. Wow, okay, ich habe langsam das Gefühl, es gibt keine Elementarhelden. Weil es ist derselbe Code auf jeder Karte. Von bis Tinnitrix. 5, 8, 9, 3, ja. 2, 6, 1, 5. Das ist es. Aber es ist nicht.
Ich glaube, du brauchst die Karte aus der Zeit, wo das Spiel rauskam. Das hab ich doch! Bistinitrix war eine der ersten Elementarhelden. Kam ja weit vor Nios. Sternstaubdrache. Was soll ich mit dem Sternstaubdrache? Vom Stauben. Nimm mal Sparkman. Sparkman ist interessanter. Ich meine, es sind literally Monster, wo in... Ne, ja. Es geht mir gerade sowieso nicht um Sternstaubdrache. Der wird drin sein. Yusei hat den. Es geht mir viel darum, dass man fucking... Auch nicht. Sparkman auch nicht. Es geht mir viel eher darum, dass ich hier Karten ziehen kann, die fucking Elementarheld-Fusionen sind. Oder kann ich die noch nicht als Code eingeben, weil ich die noch nicht freigeschalten habe? Aber dann ist die Frage, was soll der Punkt von diesem Codesystem? Oder die viel wahrscheinlichere Methode, die haben mal wieder Kacke gebaut. Das Konami ist... Das ist möglich. Ich suche jetzt mal echt nach Codes, warte mal. Codes. Ja. Spirit. Nicht Spirit Caller, aber es wird ja wohl dasselbe sein. Sind das echt eigene Passwörter, die man nehmen muss? Das ist immer die Kartencodes. Warum sollte man was anderes nehmen? Immer das von Ragnar. Ah, guck mal, da was. Wow, 300 für einen Babydrachen. Das sind zwei Booster. Das Abzocke ist das. Du willst Babys? Babys sind teuer. Du willst Babys? Babys sind teuer. Was ist das denn wohl? Das wird interessant klingen im Chat. Das sind Babys. Babys sind teuer. Baby with a shotgun. Baby with a gun. Baby with a gun. Baby with a gun. Baby with a gun. Wo kommt das her? Tomscar. Bewaffneter Drache. Man nennt es auch Baby with a gun. Baby with a gun. Oh, ich müsste mir das Video nochmal angucken. Du kannst Links nicht schicken. Ich kann Links nicht aktivieren, und mal davon abgesehen. Wenn das eigene Codes sind, das ist ja... Das ist richtig Blödsinn, ist das. Richtig Blödsinn. Blödsinn, weil dann brauchst du so oder so das Internet und kannst dir die Leiche alles holen. Doof. Davon abgesehen, fucking... Wenn du allein schon 300 für einen fucking Babydrachen ausgeben sollst. Da will ich nicht die Preise bei Karten wissen, die tatsächlich gut sind. Das ist eine spezielle Karte, nö. Es geht mir hier nur ums Prinzip. Und ich hasse es, das zu sagen, ne? Aber... Oh. Aber fucking... Ne, haut Elementarhelden rein, wo ich noch nicht mal ansatzweise die Materialien für haben kann. Ja. Mit anderen Spielern ertauschen. Willkommen in 2009. Das hat niemand gemacht damals. Andere Spieler? Ich glaube, du wurdest verprügelt, wenn du auf dem Schulhof gemeint hast. Ich hab dieses Spiel! Damals hatten wir richtige Karten. Du kommst mit deinem Gameboy an. Guck mal! Nur mal so, es gibt keine Codes für Elementarheld. Warum? Warum lässt man mich dann für Booster nach Booster tote Karten ziehen? Um deine Hoffnung zu misshandeln, ja, um deine Jugend zu treten. Komm, hau noch mal einen raus, komm. Elko, hau du auch mal einen und dann machen wir Schluss. Elemental Energy, das ist was komplett anderes. Kartencoach, muss ich die Packs freischalten. Ja, aber die Packs... Die Packs! Warum ist das nicht eins der ersten Packs? Du ziehst jetzt das gesamte Spiel über tote Karten. Ich habe dreimal Darkbright und ich kann absolut nichts damit anfangen. Das ist fucking... Das ist doch Beschiss!
Du hast das System und der Booster-Packs verstanden. Glückwunsch. Nee, das ist Scam, Mister. Also ich nehme jetzt einmal das von Ragnar noch und dann das von Elko und dann machen wir Feierabend. Ich will nur mal gucken. Nur mal lecken. Nur mal lecken. Habe ich was falsch eingegeben bei Ragnar? Warte mal. 844-576. Nee, ist richtig. Sagt er, gibt's nicht. Sagt der Avian, gibt's nicht. Dich gibt's gar nicht. Und jetzt mal das von Elko. Soll man sich echt nicht Karten holen, die man sonst noch nicht haben könnte? Das ist das Einzige, was ich mir ausdenken kann, aber dann ist die Frage, warum überhaupt? Also, dann stelle ich mir echt die Frage, warum habt ihr dieses Passwortsystem überhaupt? Wenn ihr sowieso eine Mauer hinstellt, dafür, dass du dir Sachen nicht schon früher holst. Ich meine, dafür ist das doch genau gedacht. Es ist ein Passwortsystem. Du kriegst die Passwörter nicht in-game, die holst du dir so oder so aus dem Internet. In den alten Yu-Gi-Oh! Spielen waren das ja wirklich die Kartencodes, also wo es wirklich auf der Karte war, aber das scheinen ja hier komplett andere zu sein. Der Bubble Man. Ja, stimmt, das können wir ja mal ausprobieren. Ich nehme jetzt mal den Code von Bubble Man, genau. So sehr das kommt, der funktioniert. Wenn das funktioniert, dann haben wir das ja, dann ist das der Beweis. Ja, wow, Bubble Man kennt er. 300 für Bubble Man. Das heißt, die Passwortmaschine limitiert dich trotzdem noch auf die Booster. Schön, Hauptsache Bubble Man. Ja, nee, aber das beweist es ja jetzt. Die Passwortmaschine limitiert dich auf die Booster. So what's the fuck? So what's the fucking point of this machine? Glückwunsch, Konami, ihr könnt echt gar nichts. So, what's the fucking point, wenn du sowieso warten musst, bis die Booster freigeschaltet sind? Ihr könntet ja im Vorfeld Spaß mit dem Spiel haben, ne? Nur so, ist nicht dasselbe wie auf Flammflügelmann. Flammflügelmann kann ich ja noch nicht haben. Dann hätte ich ihn ja schon, aber ich versuch's mal. Achso, habe ich den Code nicht eben gerade versucht? 3, 6, 9. Ups. 3, 8, 0, 9, 2, 6, 2. Ich erinnere mich immer noch so gerne an diesen Battle City Teil für den Game Boy Advance. Nee. Das war ein niedliches Codesystem. Flammflügelmann geht auch nicht. Irgendwie Konami schafft es nie, dieses Codesystem richtig hinzukriegen. Das erste Mal in Forbidden Memories. Eine Karte, die halbwegs wert, halbwegs okay ist, kostet einfach mal unendlich Sternchips. Ergo, du kannst sie dir nie kaufen. Because you're retardo. Und hier bist du so oder so auf die Booster limitiert. So what's the fucking point? Du musst trotzdem außerhalb des Wegs gehen, dir diese Codes holen. Ergo, du hast so oder so Internet. Nee, noch mehr probieren nicht. Das hat's mir. Ich hab die Beweise, die ich brauche. Das Spiel will einen verarschen, so einfach ist das. Erhaltene Karten, was ist das? Ja, es ist. Es limitiert dich wohl echt auf dein Dings, auf deine. Ne? Du brauchst 80% von einem Pack, wo die Karte vorkommen würde. So, what is the fucking point? Wenn du eine spezifische Karte willst, oder was? I don't get this. Versteh's nicht, es macht keinen Sinn für mich. Aber das haben die doch früher so nicht gemacht. Du hast einfach einen Code eingegeben, hast du jede Karte bekommen, die du wolltest. Ja, das limitiert einen auf den Spielfortschritt. So einfach. Es muss auch irgendwie eine Neuerung sein, seitdem sie da den Wands abgeschafft haben. Unator, danke dir fürs Followen, mein Dude. Und vielen Dank fürs die ganze Zeit dabei sein, vor allem, dass du den ganzen Stream dir angetan hast. In diesem Sinne, herzliches Beileid. Ja, eben, herzliches Beileid. Weil ich meine,
Forbidden Memories hat es dir erlaubt. Du konntest dir zu Anfang an alles holen, nur dass die Forbidden Memories, das Passwortsystem war absoluter Müll. Also von daher. Aber es hat trotzdem funktioniert. Das Einzige, was du dir eventuell mal holen konntest, war ein Millennium-Schild, weil ein Millennium-Schild hat nur irgendwie 300 gekostet. Trotzdem bist du da mehrere Stunden am Grinden. Weil du pro Duell maximal 5 Sternchips kriegen kannst. Das hat trotzdem funktioniert. It just worked. Aber für die richtigen Karten brauchtest du irgendwie 999.999, glaube ich. Mm. Und bis du dir das ergrindet hast, das kannst du dir ausrechnen. Das dauert ein paar Tage. Ich glaube, ich hatte das sogar mal ausgerechnet während des LPs. Aus Jux. Obwohl ich dich schon vor Kanalwechsel gucke. Oh, da bist du ja schon echt lange. Da trägst du mich schon länger. Und nochmal herzliches Beileid. Nur du brauchst 80% der Maschine da zu benutzen. What the fuck? Ach, egal. Wir gehen jetzt Vivi raiden. Am besten. Vivi raiden wir sie am besten.